Ach, scheiß drauf, wir lassen es so, ich bin Philipp. Ja, alles cool. Wir benutzen quasi dieselbe Tastatur. Jupp. Na? Na. Warte mal, also du bist. Jupp. Ja, alles klar. Warte, gibt's Dominik vielleicht? Hallo. Na. Ich bin yep. Alles klar. Nee, ja, ich bin so pipiger. Okay, dann bin ich Leo. Ja, servus. Ich bin. Alles klar. In dieser Show. Ah, servus, hatte ich, ne? Heute stehst du leider auf verlorenem Posten. Okay, dann bin ich jetzt Leo und du bist Yvonne, okay? Okay. Okay. Wir machen eine ganze Show. Wir müssen kurz gucken. Ich weiß gar nicht genau, wer von uns beiden welchen Part der Tastatur hat. Also der eine hat WASD und F und der andere hat Pfeiltaste und K. Ich weiß aber nicht genau, wer was hat, Bro. Wir werden es rausfinden. 100.000 okay. Euro nach Hause gehen. Das zeigt er doch an, oder? Das werden wir gleich sehen, ja. Das Helden, Alter. Junge, seid ein Schwein. Ich finde Real Talk in Real Life ist Elton kein guter Moderator. No cap. Heißt unsere schönen und talentierten Kontrahenten willkommen. Ich switch ganz kurz meine mein Kopfhörer. Mhm. Und gleich könnt ihr euch beim ersten Spiel messen. Spiel 1. Wann war das? Boah, das war das Schlauste, was ich je gemacht habe, einfach einen zweiten Kopfhörer zu holen. Richte Rätsmann aus, dass er heute wunderschön aussieht. Das ist einfach dieser andere Next Level Fifehead Play. Jetzt switche ich einmal den Akku, dauert eine Sekunde und ich habe ein volles fucking Headset. Rätsmann? Ja! Rätsmann, sag mal was? Ja, hallo, ich bin ein okay. Schwein! Okay, ich höre dich. Okay, kurz das noch hier so wieder zusammenbauen. Okay, du kennst es, ne? Also, wann war was, kennst du, ne? Ja, okay. Haben wir schon mal gezockt. Dann Abfahrt. Rillende Eure. Abfahrt. Der Spielablauf ist so. Ihr müsst die Jahreszahl von einem bestimmten Ereignis nennen. Ihr bekommt eine Frage gestellt. In der Mitte seht ihr einen Balken. Richte Rätsmann aus, dass er heute wunderschön aussieht. Ausweitet. Bro, man weiß doch gar nicht, wie er aussieht. Toleranz für eure Antwort. Ich glaube, wegen Yvonne, meinte. Wenn ein entsprechendes Feld markiert ist, darf eure Antwort um den jeweiligen... Das Game ist ein bisschen leise. Kannst du ein bisschen lauter machen, Bruder? Du kannst vielleicht bei dir ein bisschen lauter machen. Falsch, dann bekommt euer Gegner ein. Jetzt wurde das rausgetappt. Ja, es ist, ich muss ja lauter machen. Ja, Bro, hä? Wie kannst du nicht aus meinem Game rausnehmen? Ich muss Parsec lauter machen und ich bist allein. Boah, Bro, immer wenn ich rein und raus tappe, krieg ich AIDS, Alter. Na dann mal los. In Lissabon wird die 17 Kilometer lange Ponte Vasco da Gama für den Straßenverkehr frei. Wer bin ich jetzt, Leo oder Yvonne? Ich bin Yvonne, nee, ich bin Leo. Ich muss K drücken, du musst F drücken. Ich weiß nicht, ich komm nicht mehr ins Game rein. Okay. Okay. Digga, was machst du auch? Okay, bist du jetzt auf meinem Desktop? Siehst du gerade Domo? Nee. Was siehst du gerade? Ja. The host is doing something else right now. Please wait a moment. Okay, ich geh rein wieder. Ja, aber jetzt sehe ich Domo. Ach, das ist ja deine Taskleiste da unten. Ja. Okay. Ja, okay, gut. Ich weiß. Ist ja, sorry. Oh mein Gott, das ist so AIDS. Ich schwör, Discord ist der letzte Schrott. Immer wenn man bei Discord rein und raus tappt, dann kriegt man einen halben, weiß ich nicht, AIDS-Anfall. Digga, wer benutzt diesen Schmutz, Alter? Komm, scheiß drauf. Ja, ich muss kurz meine Explorer-Echse neu starten, einen Moment. Weil da unten diese Leiste nicht weggeht, Alter. Ich hasse das. Okay. Hey, was für eine verkopfte Aktion. Oh, Junge, AIDS, Alter. Okay, ich hab K, ja? Okay, siehst du alles im Game? I guess, ja. Okay, dann haben wir es jetzt gefixt. Okay, dann, ich bin K, du bist F. Ich bin F. Ja. Ich bin BSDF. Ja. Okay. Ich muss Rätsmann nicht sehen, um zu wissen, dass er wunderschön aussieht, Nomo. Dankeschön, jetzt hört jetzt auch. Rätsmann hört jetzt auch die Donations, Bro. Alter, stimmt. Smart. Mulmenberg. Okay, kannst du weitergehen? Vasco Rossi, ja. Okay, let's go. Also ich bin Leo, du bist Yvonne. Ja, oder legit, keine Ahnung, Alter. Danke für die 20 Euro, Marco. Kuss aufs Auge, Mann. Fetski, Maddox, Klapperspaten, SAG, Hope Florian, Lip the Original und Black Peace. Vielen Dank für die Subs, Boost. Meins Team. Und Karpfenstall und Triss, vielen Dank für die Donos, wie gesagt. Ist ein bisschen schwierig mit Vorlesen. Mit Auschecken von nichts. Als ob du machst, du Hund.
Kann ich jetzt mit der Maus? Oh, oh mein Gott, wie geil. Ja, todesnein. Ja, ich habe halt keinen Plan. Muss ich ein bisschen beeilen, ne? Also irgendwann geht auch Zeit vorbei. Jetzt musst du nochmal F oder K drücken, was auch immer du bist. 1998. Ja, Bro. Habe ich jetzt richtig? Ja. Gut gemacht. Mann, war das gut. Alter, weirder Flex. Ah, die haben wieder den Camel Toe, nice. Ei, geil. Das ist die Camel Toe, Alter. Keiner weiß, kommt die nächste Frage. Guck, die bringt mir Glück. Ich will jetzt nicht weiter stören. Achtung, es geht weiter. Bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in den USA gewinnt das deutsche Team den ersten Titel. Digga, was? Was waren die denn nochmal in den USA, Digga? Frauen spielen auch Fußball? Die dürfen es? Ist da in der Küche dann überhaupt genug Platz? Bruder, keine Ahnung, legit, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Genau. Ich weiß nicht mal, wann da die WMs waren. Das sind die Jeans mit Hosenstall. Ja, aber es sieht aus wie ein Camel Toe. Okay, lass es damit gehen, dass es einfach ein Camel Toe ist. Es ist ein Camel Toe und fertig. Ich lass mir da auch nichts sagen. Ist auch stark, dass das F aber spiegelverkehrt ist. Mann, Digga, das Game kostet einfach 50 Euro und es ist einer der most waxten Games, die ich je in meinem Leben gespielt habe. Most waxed. Aber es gibt einfach trotzdem keine Alternative, was so traurig ist. Los geht's. Maurice Gibb von den Bee Gees stirbt und seine Brüder Barry und Robin geben bekannt, dass sie nie wieder unter ihrem Bandnamen musizieren. Boah, okay, ja. Bee Gees auch Baba, Alter. Aber Real Talk, keine Ahnung. Ah, ist mir zu riskant, ey. Boah, manchmal sind diese Fragen so geisteskrank schwer. Gerade ist so ein Moment. Ja, ich hab halt immer, man hat immer so im Bauch irgendwas, wo man so denkt, oh, da hab ich mal was gehört davon oder so. Aber halt, Digga, so auf 5 Jahre plus, oder ja, gut, plus, minus, vielleicht. Also ich muss sagen, bei dem hab ich noch nie von gehört. Ich meine, ich hätte irgendwas im Kopf. 45 Stalingrad. Okay, ich muss vielleicht den Chat woanders machen. Ich sehe manchmal den Chat so im Augenwinkel. Neue Runde, neues Glück. In Deutschland ist die elektronische Gesundheitskarte als gültiger Versicherungs- Oh, danke für die 5 Subs, 11, du. Die alte Krankenversichertenkarte ab. In Deutschland löst die elektronische Gesundheitskarte als gültiger Versicherungsnachweis die alten Versicherungen, Krankenversichertenkarten ab. Alter Bruder, keine Ahnung. Muss ja eigentlich irgendwann gewesen sein, als wir schon gelebt haben, oder? Mhm. Boah, fuck, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich verrate nichts. Aber ich warte noch ein bisschen. Oh. Okay, keine Ahnung. Ich rate komplett, Bro. 2014. Als ob das so spät war! No fucking Bro, ich hätte früher sogar gesagt. Das war schwer. Als ob 2014 erst auf diese elektronischen Scheißdinger umgeschwitzt wurde. Digga, wir wohnen hinter dem Mond, Alter. Wenn Sie jetzt erst zuschalten, meine Damen und Herren, dann wundern Sie sich nicht. Neue Runde, neues Ich hätte gesagt früher. Der ehemalige Präsident von Bosnien-Herzegowina, Radovan Karadzic, wird festgenommen und dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag überstellt. Digga. Ich hab nur bla 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 verstanden. Davon hat man gehört. Ich hab keine Ahnung, was zum Fuck, Alter. Oh, das war doch erst im. Sag mal, von wann ist das Spiel? Was für ein Spiel? Ja, von wann ist dieses Spiel hier? Wann wurde das? Ich glaube, das war so 1965 circa, kam das raus, glaube ich. Okay. Von wann ist das Spiel? Ja, wenn es jetzt von letztem Jahr wäre, könnte es ja jetzt nicht was sein, wo 2019 drin steht zum Beispiel. Musst du drücken? F, F, F. 2008. Uff, Alter. Kennt sich wer aus? Nicht schlecht, Rätselmann. Das Game ist von 2017 anscheinend, okay. Okay. Richtig sauer. Nein, das Game ist von 2017. Die Sexunternehmerin Beate Use stirbt. Lol, die ist gestorben? Oh mein Gott, ja, das war doch auch erst irgendwann. Oh,
Okay, das Game kam 2017 raus, also sage ich 2016. 2001. Was? LOL. No fucking way. LOL. Ich halte das nicht mehr aus. Du, shut up. Oh, dein Typ eskaliert übel. Der soll sich immer zurückhalten. An manche Sachen erinnert ihr euch jetzt wahrscheinlich. Ey, nein. Genauso schön wie das Wetter heute. Alter. Wollt ihr weitermachen? Los geht's. Papst Franziskus spricht in Rom Mutter Teresa heilig. Oh Gott. Oder wen juckt's auch? Hey Baby, magst du dich dazusetzen ein bisschen? Keine Zeit? Übel. Nee, übel gar nicht. Ja, Konsistenz ein bisschen. Auf jeden. Baba. Schmeckt aber lecker. Lass dich schmecken, Bibi. Hast du auch sowas? Willst du Rätsmann Hallo sagen? Hi, Rätsi. Hallo. Unangenehm. Mein Rätschwein. Das Rätschwein war sehr traurig. Freunde, wir haben einen sehr lustigen Insider, den wir leider nicht teilen dürfen. Jetzt, wenn du 2016. Oh mein Gott, Dicker. Du lachst so rein, ich schwör. Also, ja, ich hab gedacht, 17 minus 5, plus minus 5, dann bin ich ja mit 12 halt. Ich wusste, dass es irgendwann so darum gewesen sein muss. Die Show ist wieder erste Klasse. Naja, eine 10-Jahre-Spanne ist auch echt groß, aber... Kann sich noch jemand an Winning the Bull erinnern? Und unser Spiel geht weiter. Wenn es 17 rauskam, dann bist du mit 12 in der Mitte von den neuesten Ereignissen. Immer was für Kinder sind, zeigt in diesem Jahr der Film Ted. Oh mein Gott, warum haben denn Ted raus? Ich hab den nicht gesehen. Hast du Ted gesehen? Digga. Gab ja 1 und 2, ne? Ich hab den gesehen damals. War Ted geil? Alle sagen immer so geil, war richtig nice. Also. Ja. Ich glaube aber, der war. Damals war es halt schon mal so, dass man sagt, lol, ein Teddybär, der spricht, ne? Aber ich hab den damals mit meiner. War denn das, Digga? Es war halt so eine Zeit, da war es so, oh mein Gott, lol, kiffen. Aber inzwischen denkt sich jeder so, okay, ist halt normal. Hab ich den damals, mit wem hab ich den geguckt, ey? Okay, warte mal. Es war auf jeden Fall, wo ich 15 war, mindestens. Also würde ich jetzt sagen, so vor 3-4 Jahren, also so 2016. Ich mach ein bisschen weniger, ich mach 2015. Echt? 2015? Oh! Oh, Digga, ich hätte 12 gesagt gerade. Oh mein Gott. Das war mega einfach. Ich habe übrigens nicht in den Chat geguckt, ich habe aufs Datum links geguckt, Freunde. Ich schwöre. Wenn ihr nicht sicher seid, könnt ihr immer noch raten. Es geht weiter. Es wird spannend. Die Sonde Pathfinder landet auf dem Mars und setzt dort das Fahrzeug Sojourner ab. Eieieiei, das hat man doch auch schon mal gehört. Oder scheiß mal kurz auf die Frage, aber wie krank ist es eigentlich, dass wir irgendwas zum Mars schicken und die Scheiße da rumfährt. Ja, richtig geil, ne? Übel nice. Digga, dieser Mars-Rover singt sich jeden Tag zu seinem Geburtstag selber. Er jedes Jahr zu seinem Geburtstag selber ein Lied. Auf dem Mars? Mhm. Hat er Lautsprecher? Spielt eine Melodie ab. Ja, irgendwie. Oder summt es so intern irgendwie, keine Ahnung. Lol. Auf jeden Fall spielt er sich selber sein Happy Birthday ab. Bisschen traurig auch. Jemand schreibt mich auch, so wie ich. Viel Spider-Man. Ja, Pathfinder, ich glaube, das war halt einer der ersten, aber ich weiß es nicht. Komm, ich kann nicht riskieren. Alter, heißt der Typ aus Apex nicht Pathfinder auch? Holy shit, jetzt wissen wir, wo der Name herkommt. Ich mache einfach mal mein Geburtsjahr als Glück. 1997. Wow. LOL. Ja. Kann auch sein. Ah, das lasse ich jetzt mal so durchgehen. Yeah! GG, Rätsmann. Rätsmann, haben wir eigentlich einen Einsatz oder so? Ein schöner Sieg. GGX-Gang. GGX-Gang. Wir brauchen einen Einsatz, Bro. Wir machen wieder einen Fuffi. Oh. Du musst unbedingt den Punktestand überprüfen. Wir müssen nicht um Geld spielen. Hey, der Verlierer muss einen Tweet machen. Yvonne. Oh. Da will ich dir lieber Geld zahlen. Okay. Also wäre dein Twitter-Game so wichtig. Ja, Digga, was für ein Tweet? Der Toaster. Der Pimmel vom Wendler. Ja, auf Twitter kannst du das sogar machen. Oder Insta-Story ist vielleicht funny. Oder nee, oder doch?
Lass Reese seinen Twitter in Ruhe. Reese sein Twitter. Der Verlierer schneidet sich den Finger ab. Hammer. Der Verlierer muss... Okay, der Verlierer muss ein Bild posten von der Frauenhand mit dem Ring und muss sagen, she said yes. Auf Deutsch. Sie hat ja gesagt. Mhm. Okay. Und dann so alle drunter so, herzlichen Glückwunsch. Finde ich geil, ist richtig nice. Okay. Was ist das? Freunde, ich probiere jetzt einen Spinatschnitzel. Ich möchte mir das Leben. Weiber. Actually ganz nice, real talk. Ich hasse es. Ich möchte jetzt dieses Spiel spielen, was sich nennt der Toaster. Okay, let's go. Doch bevor hier überhaupt gespielt werden kann, müssen zunächst die Regeln geklärt werden. Ich habe immer so Soundaussetzer. Ich werde mir gleich zwei Brothälften toasten. Ich glaube, mein Bruder, Elton ist fettes Schwein, Alter. Ich werde mir jetzt gleich zwei Toastscheiben toasten und ihr spielt so lange das Spiel alleine. Dann bekommt ihr einen Punkt. Okay, was müssen wir machen? Bekommt euer Gegner einen Punkt. Du musst quasi gucken, in der ersten Runde ist so eine Testrunde, um zu sehen, wie lange der Toaster quasi, solange, also du siehst jetzt, wie lange der Toast braucht, bis er rauskommt. Die Zeit musst du dir merken und dann musst du immer dann drücken, wenn du denkst, das Toast kommt raus und du hast aber so einen kleinen Puffer, also du drückst und dann hast du so beep, 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 beep und dann muss das Toast kommen. Wenn es dann nicht kommt, hast du einen Punkt verloren. Okay, und es ist jede Runde, kommt der Wahl anders raus. Also man immer einmal, wo man guckt und einmal, wo man dann drückt. Ich gebe dir Tipp, achte darauf, auf den, also der Zoom ist auch immer gleich von dem Bild. Schau mal, wie das Bild jetzt ranzoomt. Ja, und okay. Orientiere dich daran. Okay. Oha, du gibst Tipps sogar. Eigentlich müsste ich dir noch einen Tipp geben, Bro. Das hast du keine Chance, ich nehme dich komplett auseinander sonst. Glaub mir, ich fick dich auseinander, wenn du den Tipp nicht hast. Aber wenn du den Tipp hast... Achso, war das jetzt gerade schon, Alter? Ja. Okay. Okay, pass auf, ich geb dir den Tipp. Ja. Du musst ungefähr da drücken, wenn es unten bei dem Star dran ist. Wenn der Bildschirm unten bei dem Star unten dran ist. Und da musst du ist auch immer unterschiedlich, oder nicht? Mhm. Das ist das, warum das Game so scheiße ist. Oh, guter Tipp, by the way, Kevin. Nice. Also das heißt, wenn der Toast länger braucht, ist der Zoom auch langsamer, oder wie? Nee, der Toast braucht immer gleich lange. Nee. Doch, das Game ist Todeswerk. Arsch mich doch nicht. Doch, ich schwör. Alter, ist gerade irgendwie was bei dir drin gestorben oder so? Alter Schwede. Hast du irgendwie Corona oder so? Ich schwöre, das Game ist ja einfach nur... Todesscheiße. Gerade der Toaster ist so scheiße, dude. Aber ich dachte, die Zeit ist jetzt immer anders, wann der rauskommt. Nee. Ist immer gleich. Mhm. Ja, okay. Immer. Nicht nur in der Runde jetzt, sondern immer, wenn du spielst einfach. Es ist immer dieselbe Zeit, immer. Ich schwör, die haben sich so 0% Mühe gegeben. Oh, 0%! Vor allem, die machen da immer noch Werbung dafür. Ja, Bruder, ganz ehrlich, komm, mach einfach schnell zu Ende, ey. Ich hab gar keinen Bock drauf, ey. Du spielst so scheiße, du Real Talk. Ich fasse dich einfach durch die Cap durch. Hätte dich subben können, aber dann doch lieber Monte. Lieber einen 30-Jährigen, der über seine Fürze lacht. Bild. Na, Bro, gönn dir. Sei mir auch gegönnt, Mann. John Reese, danke für den Twitch Prime. Kinai, Luis, Nitrox, 11Fox, danke nochmal für die 5 Subs. Levi Van Cor, Giesing Asozial, danke für die Subs. Moin Meister, kannst du mir vielleicht ein paar nice Schuhe sagen oder zeigen? Nike Technos finde ich sehr cool. In weiß komplett.
Freunde, wir müssen 100%ig dieses Keck W heute rausnehmen. 100%ig. Oh mein Gott, ich hab. Digga, ich so ein Pipiger gerade. Wenn ich das Spiel jetzt verliere, weine ich. Oder wie die noch mitzählt hier mit den Händen. Richtig aufwendig animiert. Ja, stimmt. Boah, ich schrub mir hier meinen Salat rein und konzentriere mich gerade. Das gefällt mir gut. Weißt du, alle schreiben es richtig, außer Beck Timmann, der schreibt einfach Keck W mit einem kleinen W. Das ist abgerutscht von der Shift-Taste, weißt du, am Ende. Einfach Pepega, Junge. Ach mein Gott. Guck mal, meiner ist hier gar nicht mit, meiner nickt nur so komisch. Ja, der weiß schon, dass er gewinnt, der kleine Drecksack. Ja, Leute, Flexer. Ich hab immer wieder so Soundaussetzer, Digga. Ist das, wenn du raustappst? Nee. Ist mein Internet, glaube ich. Hm. Ist doll scheiße? Nee, geht. Ich meine, juckt ja der Sound an sich nicht. Nur halt, wenn die irgendwas erklären oder so. Ja, okay. Dann lass uns mal hoffen, dass wir nicht dieses Game bekommen mit den Töne zählen, weil sonst bist du gefickt. Ja, true. Ja, also starke Leistung, GG. Was ist Falafel eigentlich für ein geiles Produkt? Ich mag das gar nicht so gern. Übel gerne. Also vielleicht habe ich bis jetzt noch keine gute gegessen. Hast du beim Dönermann immer gegessen? Nee, Digga, immer so aus dem Supermarkt, die man sich so selber warm machen muss. Oh, oder so. Die finde ich übel geil. Aber sind die schon fertig gemacht oder das Pulver? Nee, fertig gemacht. Okay, hol mal das Pulver, Bruder. Pulver ist übergeil. Ja, meine Freundin meint, die macht so leckere Dinge. Sie muss mir mal, also eine Homo, sie muss mir welche machen. Dann mag ich die wohl. Sie muss es mir mal machen. Ja, das mag ich. Egal. Okay, stimmt oder stimmt nicht? Kenn ich. Okay, let's go. Wenn du das Ding holst, mach ich meine 100 Subgifts voll. Also streng dich bitte nicht an. Danke. PS, Rätsel. Bitte imitieren nochmal Werner Herzog. So, was ist das? Pepel. Sein größte Wasser. Du musst was drücken, jetzt. Die gültige Antwort lautet wie folgt. Stimmt nicht. Uff, der größte Staudamm der Welt war bis 2012 der Schluchtenstaudamm in China. Jawohl. Na endlich. Ja, warte mal, ich mach mal die Kamera hier hin. Falafel und ein faires Getränk. Sabine, ey. Man kann da jetzt auch eine Wissenschaft draus machen. Faires Getränk. Gefühl, da entwickelt sich heute noch etwas. Und unser Spiel geht weiter. Bob Geldof und Bono dürfen sich nach ihrem Ritterschlag Sir nennen. Bruder, ich habe von den beiden noch nie in meinem Leben gehört. Wer ist Bob Geldof? Dann lösen wir mal auf. Stimmt nicht. Warte! Ja, hab ich auch nicht. Dürfen nur Briten oder Commonwealth-Bürger tragen. Das war ein Fehler von euch beiden. Raustappen. Das war ein Fehler von euch beiden. Wie er sich gefreut hat, Alter. So, hey, ihr seid beide absolute Loser. Und löscht euch sehr bitte. Sehr interessant, was da los ist. Bloß nicht nur anstrengen, die dran, Buddy. Und unser Spiel geht weiter. Dienstboten werden auch als Domestiken bezeichnet. Hast du? Nee. Ich hab doch gedrückt! Stimmt. Ihr habt beide die falsche Antwort gegeben. Bro, ich hab gedrückt! Was hättest du gedrückt, richtig? Ja, ich hätte richtig gemacht. Es war die ganze Zeit immer falsch jetzt bisher. Du siehst unten, ob du eingeloggt hast. Ja, ich war rausgetappt oder so, keine Ahnung. Kann sich noch jemand an Ringing the Bull erinnern? Ach Mann, ey, wirklich. Dein Spiel ist so scheiße einfach nur. Der Arme. Frauenmilch wird von einer bestimmten Ziegenrasse gegeben. Frauenmilch? Die Weiber wieder. Chat, ihr seid immer wieder gar nicht jetzt gerade. Die richtige Antwort wäre... Stimmt nicht. Es ist ein bestimmter mein Gott. Das akzeptiere ich als richtig. Oh mein Gott. Bro. Okay, Matchball. Darauf hau ich mir eine Falafel rein, Freunde. Kumo. Habt ihr falsch getippt, bekommt ihr einen Strafpunkt. Oh, China, Junge. Holy shit, Bro. Punkte braucht ihr 15 Subs gedroppt. Ja, insgesamt. Dickes Papier, Bro. Beginnt. Vielen Dank, mein Buddy. Winkeladvokat nennt man einen windigen Finanzberater. Ah, ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Stimmt nicht. Oh mein fucking Gott. Ich wusste, dass es ein Anwalt ist. Oh mein Gott, so lost. Oh, war so lost. GTX! Herzlichen Glückwunsch. Oh. Mein Bildschirm ist schwarz. Das Game ist abgestürzt. Nee, okay. Okay, das Game ist noch da jetzt. Du hast auf Alt-Tab gedrückt, Bro. Nee, ich bin rausgetappt, ja. Ja, wenn du raustappst, dann tappst du bei mir raus, Bro. Ach so! Stimmt, ja! Kannst vergessen. Alter, einen Moment. Ja, Henke hat mich im TS angestupst, da muss ich gucken, was los ist. Bruder, ich muss jedes Mal dann einfach die Explorer-Exe beenden und wieder neu starten, damit's geht. Bruder, what a time to be alive, ey. Raucherlunge. Okay, siehst du wieder alles, Rietzmann? Ich sehe alles. Sehen? Okay. Ich höre nichts, aber ich danke für die 5 Euro, Bro. Moin, Kevin, du Keck. Was geht ab, Bro? Danke für die 5, Mann. Du in Führung. Ey, dickes Papa, ey, Chef, Kina, Bro, für die 15 Subs gibt's. Digga, Yvonne rasiert hier, oder wie? Vielen Dank, mein Buddy. Oh, er hat davor auch nochmal 5 Subs. Ah, das war, die habe ich schon gehabt. Nee, das war 11 Fox, nevermind. Aber trotzdem danke für die 15, Bro. Vier. Insane. Das Sparschwein. Okay, kennst du, ne? Rietzmann, kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Okay, du musst einfach nur die Münze quasi richtig bewegen und richtig fallen lassen. Das machst du mit K, beziehungsweise du machst es mit F. Eine kurze Einführung in das Spiel. Okay. Ihr müsst mit einer Münze in den Schlitz von einem Sparschwein treffen. No homo. Dabei darf eine bestimmte Mindesthöhe nicht unterschritten werden. Und du musst den Schlitz treffen. Wir spielen direkt Sudden Death. Das bedeutet, wenn einer trifft Schlitz treffen und der Gegner scheitert, ist das Spiel sofort zu Ende. Ich habe noch nie verstanden, wie man beim Sex das Loch nicht finden kann. Wie zum Flying Fuck soll das gehen? Ah, Digga, wenn man aufgeregt ist, weißt du, dann wühlt man rum und so. Das wäre schon eine Kiste. Das bist du jetzt, ja? Ja. Kann man nur sagen, loslassen oder nicht? Man kann es nicht die Höhe, oder? Nee, du kannst ein bisschen steuern, aber bewegt sich auch von alleine. Kann man mit WASD ein bisschen steuern? Ja. Okay. Es ist ein bisschen so, als könntest du mit WASD steuern, aber der Charakter ist betrunken. Okay, ich lieb's, wie du mit vollem Mund hier gerade mir ins Ohr schmatzt, Alter. Fantastisch. So langsam sieht man, wer hier. Oh, ich schau, das ist so ekelhaft, einfach nur. Ich lass mich nicht so leicht unterkriegen. Alter, young independent woman. Who don't need no man. I don't need no man playing around my house. Jetzt mal bitte. Oh ne. Chat, ich geb den Punkt ab. Oh mein Gott. Fantastisch. Ich bin richtig stolz auf mich. Shut die up. Vorbereitung ist alles. Shut up, dude. Warum bist du hier fucking am Mansplain gerade? Chill mal ein bisschen, ja? Der Sieger steht fest. Es ist Yvonne. Schon zu Ende? Wann fährst du nach Madeira? Wahrscheinlich gar nicht. Ich habe irgendwie Angst, dass mich da jemand. Als. dass da jemand die K-Bombe droppt oder so. Oder dass mich jemand Albertschwein nennt. Weiter so. Yvonne. Das Spiel ist schon etwas weiter fortgeschritten. Schauen wir uns mal die Punkte an, die noch zu spielen sind. Uff. Na, so war das offen, wa? Digga, er sagt, das Spiel ist weiter fortgeschritten. Gespielte Punkte 10, offene 110. Alles klar. Ja. Da kann sich ja nichts mitreden jetzt. Uff, Marienkäfer, Bruder. Kennst du, ne? Bitte nicht. Ich weiß nicht, wo man so schnell zählen muss, oder? Ja, ja. Langsam kommen wir in die Phase des Spiels, wo es interessant wird. Das ist hart. Wie waren das nochmal? Man muss zählen, wie viele insgesamt durchlaufen, oder? Wie viele Punkte? Es geht schon los? Ja! Bruder, sag doch, wenn's losgeht, du Pepega! Ach, du hast gedrückt, okay. Stimmt. Oh! Gott sei Dank. Geschafft. Bruder, ich hatte gerade so einen kleinen Blackout, weißt du? Ja, aber du musst aber wirklich sagen, wenn das Spiel losgeht. Ich dachte, es ist noch Erklärungsrunde oder irgendwas. Ach so, nee. Es geht immer direkt los. Die ich auch mal gewonnen habe. So, ist die 17.
ist falsch. Was für ein Chat? Ich hab nicht in den Chat geschaut. Ey, ihr müsst da auf, mir das immer zu unterstellen. Dann denken Leute wirklich, ich würde schummeln. Edel, du knautsch nicht. Das war falsch, aber. Hä? Ich hab Mathe 15 Punkte. Ey, aber ganz ehrlich, Jungs auch im Chat, chillt doch und schreibt euch auch die Antwort rein, ey. Oh mein Gott, das ist gar nichts für mich, das Spiel. 27, sag ich. Die Antwort ist richtig. Holy shit. 3,5. Holy shit. Ey, Freunde, ich weiß nicht, ob ich die Cam hinmachen soll. Ich kann sie ganz wegmachen. Dann nach hier oben vielleicht. Oh mein Gott, ich bin so lost. Ich hab gerade Brain like seinen Vater gehabt. Wo zählt Kevin das? Ich kann nicht steuern! Mit den Falltasten. Wie dumm ist das denn? Das ist todesdumm. Hier kann man auf einmal keine Maus mehr benutzen. Du musst mal drücken? Genau. Stimmt nicht. Schade. Oh mein Gott. So ein Mist aber auch. Dieses Spiel ist einfach mein Nemesis. Was? Oh mein Gott. Ich hab den dritten nicht gesehen, da, der mit dem großen. Wahrscheinlich wieder falsch. Ich glaube, es ist richtig. Das hatte ich auch. Ja, das lasse ich jetzt mal so durchgehen. Das kann ich. Ey, danke, Elton. Lässt er nochmal durchgehen, der Kleine. Kurz nochmal den Camel Toe präsenten. Boah, Digga, ich bin gerade richtig scheiße da drin. No joke. Say, das sind zu viele Zahlen. ach nee, ich denke, mach du, komm. Sollte richtig sein. Ja, das war richtig. Ja. Endlich mal etwas, was ich kann. Es war 10, 8, 8, 8. Fuck, fuck. Oh, oh Gott, ich mache einfach meinen ersten Gedanken. Oh Gott, ich hatte einen Braylag. Oh Gott, lass es bitte richtig sein. Nee, die Antwort war falsch. Oh, schon wieder. Oh. Dieses Spiel, Digga. Das übersteigt meine geistige Kapazität einfach. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, ich habe den Link nicht gesehen. Aber Chat meint auch 27. Super. Supi. Danke, Elton. Digga. Mo, bis dahin für die 10 Edeltorten-Merch liegt. Warten bringt hin. Mein Wort. Punkte braucht ihr nicht zählen. Achso, du meinst wegen dem hier? Das wird actually kein Merch sein, also. Ist nicht geplant auf jeden Fall. Müssten 24 sein. Habe ich auch, ja. Komm, gönn. Absolut richtig. Ah, du blödes Schwein, Alter. Ja! Na, man kann da jetzt auch eine Wissenschaft draus machen. Langsam kommen wir in die Phase, wo man Fehler machen kann. Oh Gott, das muss 26 oder 27 sein. Ich weiß nicht, ob es 11 oder 12 waren auf dem einen Käfer. Der Rest war 15. Das ist korrekt. Oh mein Gott, let's fucking go. Alter, GG.
Ein schöner Sieg. Gratuliere, Leo. Punkteverteilung sollten wir uns jetzt mal kurz ansehen. Alter Schwede. Langsam tastest du dich. Freunde, wir spielen übrigens um einen Tweet. Der Verlierer muss einen Tweet machen. Also das Game war gar nichts. Spiel 6. Hochwerfen. Hochwerfen. Boah, Hochwerfen ist so geil. Ist das eine Torte? Ja, ist safe mein Lieblingsspiel. Ey, Hochwerfen ist zu nice, ich lieb's. Muss man so Gefühle haben, ne? Ja, geiles Spiel. Eine dreidimensionale Zielscheibe werfen, bei der jeder Ring für eine Zahl steht. Beginnend mit der 1 unten bis zur 10 ganz oben. Das war ein geiles Spiel, du. Wer mehr Säckchen auf einem Punktering liegen hat, gewinnt diesen Ring und erhält den entsprechenden Punktewert. Jeder Punktewert wird nur einmal vergeben. Zwei Säckchen werden also nicht addiert. Ihr habt abwechselnd 15 Säckchen zum Werfen. Nicht täuschen, ich bin Wer am Ende mehr Punkte hat das Spiel gewonnen. Ich liebe Minecraft und Weltrekorde. Ring, auf dem es auch tatsächlich liegt. Dein Guy ist Dummy Thick, Bro. Was heißt Dummy Thick? So, Rätsel, dann holen wir das Ding mal, wa? Ja. Du musst gedrückt halten, by the way. Dann loslassen einfach. Mhm, okay. Das hat auch schon mal ganz gut geklappt. Das hat aber ganz gut geklappt. Mensch, bin ich froh. Die Voice Actors, das ist ja unglaublich. Nee, ich schwöre, ist so. Oh, sorry, Chat. Die Cam-Platzierung war nicht so optimal. Warte, ich könnte die Cam vielleicht hier machen. Mensch, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Professioneller Streamer, by the way. Smile. Hast du auch eine 9 geworfen, du Pisser? Ja. Dann mach ich jetzt eine 10. Nein. Nun doch. Oder Moment. So macht das Spaß. So ein Ding. Fucking easy. Oh. Das Säckchen muss erstmal zum Liegen kommen. Was hat er gesagt? Das Säckchen muss erstmal zum Liegen kommen. No homo. Oh, das wird auch eine 9. Ja. Bro, ich schwöre. Das ist ein Getummel da oben. Oh, Dummy Thick heißt, when it's thick, but like more than just regular thick. Like really, really thick. Das ist Dummy Thick. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Oh, ist er gelandet? Ist er gelandet? Er könnte gelandet sein? Der ist drüber raus. Ah, okay. Paper Hands. Schade. Ich dachte, ich krieg das hin. Wie sie es gesagt hat. Schade! Ich dachte, ich krieg das hin! Alter, bin ich enttäuscht. Ich glaube, ich hol mal die 8. Das hat auch schon mal ganz gut geklappt. Ha, das war 1A. Jetzt kommt der andere dran. Los geht's. Shady macht heute einen guten Job. Ich bin sehr entertained von euch, Jungs. Kuss aufs Auge. Er ist in einem schönen Bogen gelandet. Was hast du gemacht? 9. Ach, als ob. Sehr gut. Du Hund. Er macht mit rechts und links auf einmal. Du konzentrierst dich halt so hart auf die 9, Alter. Ich hol mir mal die anderen, wa? Pow, der ist in einem schönen Bogen gelandet. Pow! Kakatao. Ich flipp aus. Digga, Real Talk, das ist irgendwie so ein bisschen mein Traum, mal wirklich bei Schlag-in-Star zu sein. Ja, Digga, wem sei nicht. Aber so am liebsten so mit einem Homie als Gegner. So Basti oder du, Rätsmann, ja, oder so. Junge, das wäre so geil, Alter. Ich würde so feiern. Würde zwar niemanden gucken, weil mich niemand kennt, aber wäre trotzdem dope. Ja, aber bei Schlag den Besten, da sind ja nur, Dings, Plebs. Ja, aber dann hast du jetzt so als Gegner so ein Johannes, Alter, der so Klavier spielen kann, schwimmen kann, gut mit Frauen ist, gut in Mathe ist. Also alles, was du nicht bist, meinst du? Der Beste im Sport, ja. Alles, was du nicht bist. Shut up, dude, okay. Wie alle Zuschauer gleich mit den Beinen wackeln. Bruder, die machen alles genau gleich, selbst die Kopfbewegung. Schau dir, das sind einfach exakte Klone voneinander.
Da ist null Mühe drin. Man hätte die wenigstens so ein bisschen off machen können. Rätselmann, jetzt, was ist denn mit deiner neuen los, Junge? Ich weiß es nicht, ich kann da nur hinwerfen. Wo sehe ich denn, wie viele Würfe man noch hat? Wie lange geht's noch? Rechts, neun. Oh, so viele noch, holy shit. Fallen die irgendwann auch mal runter? Ja, safe. Das war mega einfach. Du Bastard, Alter. Hat Domme schon Basti gesehen? Freunde, ich glaube, jeder, der Dominik heißt, heißt es, wenn... Oh mein Gott. Das sah schon ganz gut aus. Heißt es, wenn man Domme sagt. Gibt es einen Dominik, der... Hier, Gebieter mag das. Beim Werfen haben wir das schon drüber geredet? Der findet es cool, wenn man Domme sagt. Ich glaube, am schlimmsten ist Dome. Och Gott, ja. Alter, Dome ist richtig schlimm. Was soll das überhaupt heißen, Dome? Na, Dominik. Macht gar keinen Sinn. Dome. Macht gar keinen Sinn. Warum machst du das? Schatz, hör auf jetzt. Das sind wertvolle Punkte. Ich bin doch echt eine Wucht. Alter, Freunde, ich will jetzt nicht zu viel über meine Nase erzählen, aber das, was mir die Apothekarin da gegeben hat, absolute Wucht, Alter. Meine Nase ist... Die ganzen Popel kommen von alleine raus. Das ist awesome, dude. Ich schwör. Okay, was ist jetzt smart? Alter, Rätsel, das ist ein ganz anderes Battle hier als so gegen Basti oder so. Das ist ganz different. Ist viel taktischer gerade. Scheiße, dude. Du kannst mir halt jetzt jeden Moment im nächsten dann die 10 wegnehmen und du fickst mich halt. Okay, ich hol mir mal die 7 oder so wieder. Das hat auch schon mal ganz gut geklappt. Endlich mal etwas, was ich kann. Apothekarin heißt das so, oder? Oh. Ja, ich glaube, man kann auch Apothekerin oder so sagen, aber... Oh, ich glaube, aber Apothekarin ist doch nicht falsch, oder? Ich bin nicht sicher. Du hast deine eigene blaue Kugel runtergeswirbelt, Bro. Ja. Ja, aber hätte er da oben eh nichts mehr geändert. Okay. Aber die eine oben ist auf die 9 runter, sehe ich gerade. Die von der 10 ist auf die 9 runter, dadurch hast du die 9 auf der anderen Seite, ne? Dude, 5-Head-Play. Ach, Mann, ey, es ist ein bisschen schwierig gerade, was ich machen soll, weiß ich nicht genau. Ja, der Ball liegt auf einer guten Position. Naja, wenn du dir jetzt halt die 10 holst oder so. Wo ich zweimal hochwerfen, das ist ja Quatsch. Puh, was mache ich jetzt? Hol ich mir die. Klaue ich dir die 9 oder hole ich mir die 8? Ich klaue dir die 9. Digga, die Physik ist einfach. Das mache ich gleich nochmal so. Ja, okay. Das sind wertvolle Punkte. Warte, was hast du geworfen? 8. Ich habe jetzt richtig Bock. Warte mal, aber irgendwie ist meine 9. Ach nee. Okay. Ja, Bruder, wenn ich einen Fehler mache, kannst du es halt easy. Oh mein Gott, okay. Ich habe aber deinen auch runtergeballert. Der kam gar nicht gut an. Oh mein Gott. Ich hatte zwar nicht getroffen, aber ich habe dafür deinen mitgenommen. Nein. So ein Pech. Puh. Winkel und Wurfgeschwindigkeit sind hier die wichtigen Größen. Alter, saved. Holy shit. Oh, der ist zu weit. Nein, das war leider kein guter Weg. Mensch! Die kleinen Säckchen fallen gerne mal wieder runter. Oh Mann, ey, fuck. Wir holen mal was Kleines, wa? So eine. Guck mal, Gurana im Chat, weil ich soll die 5 holen. Machen wir. Ab dem Moment hast du doch schon gewonnen jetzt. Zeig, ja. Naja. Ja, doch, ja. Wie soll ich das holen? Ja, du könntest halt die 9 und die 8 holen. Ich choke übel rein. Oder 2 auf die 10 und 1 auf die 9. Geht auch. Nee. Dann bist du immer noch vorne. Ah, Dominik, so nicht.
mich echt gut. Sacken? Choken? Komm, einfach für den Flex Nummer 1 auf die 9. Lull W an der Stelle. Ein guter Wurf sieht anders aus. Ey, danke, no shit. So ein blödes Spiel. Nice, Bruder. Schön die 4 gesaved, die ist wichtig. Die 4 hole ich mir. Ja, das kann man abbrechen. So, jetzt aber. Auf Flex war es die 10. Der kam gar nicht gut an. Das ist over. Ich muss mich einfach noch steigern. Hannes, komm Discord. Hannes, du Schwanz. Beweg dich jetzt. Hopp. Danke für die 2, Bro. Ah, beide wieder die 4 gesaved. Ja. Nein, das war leider kein. Kannst du Elton für die gute Moderation VIP geben? Ich finde die Moderation von Elton echt ass. Schade, ich dachte, ich krieg das hin. Schade, ich dachte, ich krieg das hin. Damn. Sehr schön, Rätseln. Okay, jetzt irgendwas Geiles. Nicht Töne hören. Was passt nicht? Okay, geil. Geil. Das ist nice, Rätseln. Soll ich dir einen Tipp geben, Bro? Ja. Bei dem Game spammen wir einfach mal rein. Okay. Weil die sind so einfach immer. Es geht einfach nur darum, wer schneller ist. Okay. Also, ich hoffe, ich jubate dich jetzt nicht. Vielleicht jubate ich dich jetzt auch hart. Aber normalerweise sind die echt immer super einfach. Die Regeln sind, ihr seht gleich vier. Oder der rechts in dem grünen Pullover, der Typ da. Passt nicht zu diesem, das ist einfach Rin. Wenn ihr zu wissen wollt, welches Bild das ist, drückt ihr den Buzzer und habt einen starken. Und das da zwei, rechts daneben zwei ist Emre. Hier ist die richtige Antwort. Soja ist kein Getreide. Leute, so sieht Soja aus? Gut gemacht. Nee, Sojabohne, ne? Ja, aber das wusste ich nicht. Ja, chill, Bruder, was ist das? Es geht weiter. Es wird spannend. Die macht halbe Tanz. Werkzeuge. Wo ist sie? Oh, das ist schwer. Ich glaube, die Wand ist kein Werkzeug. Das ist wirklich als so ein Test, als wäre mal ein Asperger-Autist oder so. Es ist so schlecht, Alter. Das kann ich echt gut. Weil das Game ist eigentlich voll geil, also das hätte man so voll nice umsetzen können. Aber wir haben es einfach so Jumbo-Trash umgesetzt. Das ist übrigens einer der wenigen Spiele, die ich auch mal gewonnen habe. Kommen wir zur nächsten Frage. Aktuelle olympische Disziplinen. Ach Mann. Ja, oder? Die richtige Antwort lautet, Polo ist aktuell keine olympische Disziplin. Was ist das? Das sieht aus wie Golf von einem Pferd runter. Weiter so. Das ist so Polo. So schwer war das gar nicht. Oder Cricket. Irgendwie sowas. Hier müsst ihr ganz genau hingucken. Eine neue Runde beginnt. Handwerksberufe. Ach du Hund. Handwerksberufe. Ja, Mann, Bro. Lehrer ist kein Handwerk. Ja, no shit. Ey, kennt ihr dieses Video von dem einen Lehrer? Ey, der lockt mich ein. Also, jetzt. Kennt ihr dieses eine Video von dem einen Lehrer, der dann so eine Linie macht, aber so richtig schnell so eine Strichlinie? So. Und dann hat er so eine Strichlinie gemacht, aber so eine richtig große. Ohne Hilfsmittel. Krankes Video. Und unser Spiel geht weiter. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Grillgut. Mann, ich vergesse immer zu spammen, Alter. Korrekt ist, die Bockwurst ist nicht. Die Bockwurst. Ich kann auch genau eine Bockwurst grillen. Ja, dachte ich mir auch, wow, das war gut. Bei manchen Unterschieden muss man ein wenig um die Ecke denken. Ganz schön spannend. Und unser Spiel geht weiter. Leichtathletik. Ja, er hier, oder? Und hier die richtige Antwort. Schwimmen gehört nicht zur Leichtathletik. Safe. Digga, ich schwör, was sind das denn für dumme Spiele? Aber wer schneller drückt, Alter. Ach, Mann, ich schwör, todesdumm. Ist halt wirklich einfach nur dumm. Die Unterschiede sind manchmal ziemlich subtil. Kommen wir zur nächsten Frage. Federvieh. Bro.
Federvieh! Ja, Bro, holy shit, was für Zeit! Die richtige Antwort ist, der Komodo-Varan ist kein Federvieh. Mann. Du fuck, das ist so Bruder, du hast doch safe irgendwie Pink-Vorteil oder so. Ich bin richtig stolz auf also, dich. Als ich gegen Basti gespielt habe, ich mache zuerst Geduld. Herzlichen Glückwunsch. Mann, ey, es tut mir leid, das Game ist so scheiße gewesen. Alter, wenn ich einfach deswegen zu führen, ist einfach frech. Aber eigentlich habe ich ja keinen Ping-Vorteil. Weil wir spammen die ganze Zeit rein. Das heißt, es ist so. Oder ich hab gechittert, Alter. Und wenn du auch bei dir zu Hause drrrr machst, dann kommt das bei mir halt später an, aber es kommt trotzdem drrrr an. Weißt du, was ich meine? Ja, ist true. Oh, ne. Oh Gott, Digga, AIDS. Oh, ne. Junge, wir haben ja richtige AIDS-Games gerade. Es gibt 15 Lampen, die in die richtige Reihe. Die Zuschauer sehen aus wie beim Tennis. Bis 15 eingeschaltet. Wie meinst du wie beim Tennis? Ist doch da, das ist doch jetzt, dass jeder sein eigenes Board hat, gell? Ja, genau. Ich fang an oder du fängst an, einer von beiden. Ah, okay. Ich glaube, ich fang an und dann musst du das immer so lang gehen. Eingeschaltet oder eine bereits eingeschaltete Lampe ausgeschaltet wird, werden alle Lampen komplett ausgeschaltet und ihr müsst von vorne anfangen. Ja, ich denke, wir haben es verstanden. So ein richtiges Pick-Mega-Game. Ich glaube, ich, oder? Ja, ich fang an. Gut, bist du, ja. Ich glaube, ich habe eine Form des Jumbo-Autismus. Digga, du machst es voll schnell. Digga, es ist einfach so untereinander, einfach muss man 8, 9, 10 haben wie oben drücken, oder? Das ist einfach eins am anderen gerade. Damn, son, where'd you find this? Stark, Digga. Wieso kannst du denn sowas so gut? Puh, Alter, das war auch mein bester Run ever, dude. Holy shit. Aber ich war echt schnell gerade. Alter, das Fehler. Puh. Julian, danke für die 3, Bro. Mike! Oh. Bin so dankbar, wenn du streamst. Hab viel Scheiße hinter mir, aber du munterst mich immer wieder auf. Danke, Kev. Julian? Wenn du mich noch einmal Kev nennst, dann muntert dich hier niemand mehr auf. Bro, danke für die netten Worte, danke für die 3 Euro, Bro. Ja, Mann, und gute Besserung, Bruder, auf bessere Zeiten. Alright? White people blanket in chat. Und Comply, Kirby Takes Waltz, Leandro, Godfather, Prinz, Kosai, Finn. Danke für die Subs. Kuss aufs Auge, Freunde. Was genau muss man machen? Also du musst quasi oben, also Rätsel muss jetzt von der 8 runtergehen, also dem Strich folgen quasi, bis zu dem, wo es halt ist. Also sagen wir mal, jetzt geht es zum Beispiel zur 11, da musst du es drücken. Da musst du die 9 verfolgen. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, wenn meine Cam da im Weg ist. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Ich muss über eine Szene machen, wo meine Cam gar nicht dabei ist. Das wäre wirklich nice, das Game. Alter. Uff, Digga. Aber nice try, Bro. Aber ich war wirklich gut auf die Runde. Du warst krank. Ich war noch nie so on fire. Normalerweise verliere ich das Game hier immer. Leo. Damn, son. Where'd you find this? Puh, durch diesen Sieg gehst du jetzt eindeutig in Führung. Leo. Kannst du mir vielleicht eine Tracking-Nummer von dem Paket zukommen lassen? Die Torte zeigt uns du solltest was per E-Mail bekommen haben, Captain Aqua. Danke für die 2, Bro. Und yo, Kevin, kannst du mal das Video schauen und eventuell deinen Stream teilen? Brauche Fame. Junge 14 singt Schwänzesong für Basti ihr G-Sub. Spiel. Wait, what? Farbcode. Oh, red mal, das Spiel ist so scheiße, dude. Kennst du das? Ich kenn es nicht. Nee. Ah, okay. Ich erklär's dir gleich. Lass mich kurz einen Link anklicken. Das
Okay, meine Mutter wird, glaube ich, ausrasten. Aber egal. Ein Sub. Ich habe Schwänze. Warte. Erstmal kurz. So, ich mach die so. Ich habe Schwänze hier, ich habe Schwänze da. Nein, Schwänze sind einfach geil. Bro, ich find's crazy, wie verschieden sich Menschen mit 14 anhören können. Das ist so ein magisches Alter. Manche Leute, er hört sich nicht an wie 14, und er könnte auch straight up einfach 10 sein. You feel me? Vielleicht ist es auch. Vielleicht wurde hier auch der krasse Danny gemacht und hier wurde ein bisschen beschissen beim Alter. Not sure, dude. Und dann gibt's so Leute, die sind so 14 und hören sich an wie, weiß ich nicht, so. Weiß ich nicht, George Clooney oder so. Das hat er keine Ahnung. Und haben so Vollbart. Ich liebe Schwänze! Ich liebe Schwänze! Boah, ich würde es mir wirklich gerne angucken, aber es tut mir einfach weh gerade. Trotzdem danke für die Dodo-Minion. Und Mining zum Lyrical Lemonade X John Sneaker. Noch nicht gesehen, Bro. Ist ja nice. Danke für die 4 Euro, Bro. Und Olle Johannes, danke. Julia, danke für die 2, Bro. Rätsel, kannst du mich hören? Ja. Okay. Also du siehst, warte mal, wir lesen mal kurz durch. Also, du musst eine 5, also du hast, guck mal, du siehst ja hier rechts meine Mauszeiger. Siehst du meinen Mauszeiger? Ja, ne? Hier? Nee. Nee? Sehe den Mauszeiger nicht, ne? Okay. Also, okay, dann geh mal. Ja, du siehst ja diese 2 Bilder rechts. Das obere, da siehst du ja, da sind so diese Farbdinger da unten. Ja. Du hast quasi 7 verschiedene Farben zur Auswahl. Und die kannst du an 5 verschiedene Stellen machen. Okay? Okay. Und du musst quasi die richtigen 5 Farben finden, plus die richtige Reihenfolge. So. Und das ist immer, pro Durchgang kannst du immer 5 Farben setzen. Wenn du eine richtig hast, dann hast du einen gelben Stift. Und okay. Wenn du einen richtigen hast, an der richtigen Stelle, also wenn du richtige Farbe an richtiger Stelle hast, dann hast du einen roten Stift. Und okay. Ziel ist es, alle rot zu haben. Aber du weißt nicht, welche Farbe richtig ist. Du weißt also nicht, welcher Stift zu welcher Farbe gehört quasi. Das heißt, wenn ich habe jetzt einen roten, dann setze ich zum Beispiel die blau um, die wäre aber richtig gewesen eigentlich, verkackt. Dann wäre es halt gelb dann, weil blau dann ja, also dann wäre es ja woanders, weißt du? Ja, okay. Eine kurze Einführung in das Spiel. Nie gesehenes Spiel. Ein Testspiel davon ist richtig dumm. Ist einfach ein scheiß Game. Vertraut mir. Farben einer Fünferkombination, wobei jede Farbe. Und wie oft, also wann ist dann der Punkt, wo das mir das anzeigt, wo ich wiederholen kann? Oder wie funktioniert das? Das ist immer so rundenweise. Wirst du gleich sehen, das erklärt sich von selber. Richtige Farbe an einer falschen Position. Und rot bedeutet richtige Farbe. Es gibt, glaube ich, auch so ein Brettspiel davon, das heißt Mastermind oder so. Nicht, um welche Farbe es sich handelt. Aber Bro, wer sowas zu Hause spielt. Weißt du, ihr frisst auch Kinder oder so, ich schwöre. Eine Gesamtbedenkzeit von 8 Minuten. Das Spiel ist so scheiße. Das ist derjenige, der in weniger Setzdurchgängen die richtige Kombination steckt. Solltet ihr im gleichen Zug die richtige Kombination gefunden haben, dann gewinnt der, der weniger Zeit benötigt hat. Ich hab sowas. Ich spiele das. Viel Glück. Mach ich tatsächlich beides. Weiter geht's. Dann wollen wir mal. Okay. Also mit hoch und runter machst du das, siehst du, ne? Du verstehst es. Ja. Okay. Und jetzt muss ich jetzt sagen, was passiert jetzt? Also du musst auf fertig drücken, wenn du fertig bist. Also Spannung steigt. Die richtige Antwort ist leider beide falsch. Beim nächsten Mal wird's besser. Ey, kann sich da auch passieren, dass du das First Try richtig hast? Fertig? Los. Damn, son, where'd you find this? Richtig ist, da liegt ihr leider beide vor. Aha. Eine Runde jagt die andere. Nur nicht den Mut verlieren. Aha. Los. Okay, machen wir mal orange hier hin, Freunde. Packen wir mal blau hier hin und Cyan oder wie es heißt, packen wir, oder Türkis, packen wir da hin. Kannst du mal bitte aufhören zu sagen, dass du meine Freundin im Club fängst? Korrekt ist. Ich poppe die Sandy. Das hat keiner richtig. Nur gut, das klappt schon. Hä? So, das war ein spannendes Duell. Auf zur nächsten Runde. Viel Glück, wir fangen an. Oh mein Gott, Digga, das Spiel nervt mich jetzt schon so krank, Alter. Ja, oder? Oh mein Gott, danke. Oh mein Gott, ey. So ein unnormales Kackspiel. Son, where'd you find komm, gönn 5! Gönn!
Die richtige Antwort lautet, ihr habt beide die falsche Antwort gewählt. Weiter geht's. Ich hatte halt schon mal besser, ich bin einfach so dumm. Warte mal, ich muss kurz nachdenken. Mann, ich muss auch nachdenken. Okay, warte mal. Hilft auch nicht, dass die Zeit runter... Ah, hochrasselt. Okay. Okay, hier waren 4 richtig. Hier sind nur noch 3 richtig. Was habe ich anders gemacht? Komm, bitte gönn. Korrekt ist, leider beide falsch. Beim nächsten Mal wird's besser. Habibi, was ist denn die andere Farbe, die ich brauche? Und los. Ich kapiere es nicht. Okay, warte mal. Hier müssen jetzt lila sein. So, ich glaube, lila ist safe. Habibi. Ich weiß, ich bin komplett voll. Mann, das Game ist so scheiße, Rätselmann, ich schwör. Die Spannung steigt. Die richtige Antwort ist leider beide falsch. Beim nächsten Mal wird's besser. Hat die Position des roten Stifts irgendwas zu sagen? Ja, nee, also ja, ich glaube schon, ja. Also das ist immer die Position. Wenn du das jetzt switchst, dann. Also angenommen, zum Beispiel schwarz wäre jetzt bei dir richtig und du machst schwarz weg, dann wird der, genau der Stift weggehen. Okay. Ups. Komm! 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 Komm, 5 rote. Die richtige Antwort wäre, tja. Da habt ihr euch beide falsch. Oder was? Nee, ich will nicht mehr. Ich will aufgeben, freiwillig. Fertig? Los. Was heißt denn verstecken überhaupt? Was brauche ich denn für eine Farbe noch? Mein Gott. Das Ding ist, wenn wir die Zeit aufwasten, beziehungsweise die Runden und es nicht in den Runden schaffen, müssen wir es nochmal spielen. Bitte. Also lass es einfach schaffen, Bro. Bitte. Ich verstehe nicht, welche Farbe ich die ganze Zeit nicht habe. Ich habe doch schon alle Kombinationen getestet. Komm, Alter. Komm jetzt aber jetzt! Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Das akzeptiere ich als richtig. Welche Farbe fehlt denn? Ein spannender Kampf. Hast du's? Ein spannender Sieger. Herzlichen Glückwunsch, Leo. Was ist das denn für ein Bullshit? Alter, so ein Scheiß-Game, dude. Oder ich seh mich schon in den Tweet machen wegen so Games einfach. Bro, aber ey, man muss auch wirklich sagen, wir sind so unlucky mit den Games. Die sind so scheiße. Bless RNG, dass das nächste Game gut ist, Freunde. Bitte. Komm. Ich muss jetzt 3 Games in Folge gewinnen. Spiel 10. Türme von Hanoi. Okay. Oh nee, das ist doch schon wieder safe Scheiße. Oh nee, nicht sowas! Oh, nicht sowas! Oh Mann. Ja, komm, starte einfach, komm. Okay. Mein Herz. Aqua, schreib uns gerne nochmal eine E-Mail auf über das Kontaktformular auf der Website, Bro. Also von der Shop-Seite. Da bin ich 5, Bro. Dabei dürft ihr immer nur eine Scheibe gleichzeitig. Und Californication ist nicht in der Playlist. Einer kleineren liegen. Aber du Genius, solltest du die Donation nur wieder baiten. Haha, ich falle nicht auf deine Tricks rein. Danke für die 2 Euro. Achso, ich bin dran, oder? Ja. Rätselmann, ich bin dran. Ja. Ah, ich hab's wieder falsch gemacht, oder? Nee? Oh Gott, nicht falsch gemacht. Vorne nicht falsch gemacht, ich fass es nicht. Porras, Alter. Soll mich doch der Wolf holen, Jungs. Ah, ich glaube, ich hab's gerade ein bisschen zu kompliziert gemacht, aber egal. Nee, ist nicht flawless, ich hab... Kurz mal gechoked an der eigenen Spucke gerade. Ich habe einen Fehler schon gemacht. Ich habe, glaube ich, wieder einen Fehler gemacht.
Missklick. Oh mein Gott, ich choke so hart, Chat. Fuck. Geht man das Ganze holen? Mm-mm. Ich bin so schlecht mit sowas. Oh Gott, lost, Alter. Mein Fuß kribbelt. Hä, hey, du hast doch alles richtig gemacht. Nee, ich hab übel viele Fehler gemacht, Bro. Hey, ich wüsste nicht, wo man was anderes machen sollte. Oder dieses Gelbe sieht einfach straight up aus wie eine Ananas, Junge. Was sogar? Ein bisschen, ja. Bin etwas müde heute, aber das wird noch. Zeig, was du kannst. Ivan, danke für die 5. Moin, Basti. Moin. Danke für die 5, Bro. Und der Nils, Alarm, mein Donut, Lugi, Comply, Kirby Takes Walls. Vielen Dank für die Subs. Was ist dieser eine Geile, der so tanzt in diesem weißen Shirt, Junge? Ich hab mal kurz was zu trinken. Oh mein Gott, schon falsch. Oh mein Gott. Oh, motherfuck. Das ist doch wirklich so ein Spiel, was so für so Autisten oder so entwickelt wurde, dass die sich ein bisschen beruhigen oder so. Wenn die mal wieder einen Anfall haben oder sowas, Alter. Ja, genau dafür. Fuck, ich bin stuck, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. Da haben sich so drei Leute hingesetzt und dachten sich so, Alter, lass einfach mal ein Game machen, wo sich einfach so Autisten beruhigen können. Mann, Bruder, ich glaube, ich mache komplett Katastrophe hier. fuck. Hä? Rizon, was machst du? Ich kann sowas nicht. Bruder, was ist mit Yvonne los, Alter? Zieht euch mal ihren Mund rein und ihren Kopf. Es sieht einfach aus, als hätte man so den Kopf von diesem einen Guy von, was hab ich da? Where's my super suit? Als hätte man den Typen, den Kopf von dem, oben drauf geknallt. So sieht es gerade aus. Spiel habt ihr aber lange herumgetüftelt, oder? Breit? Ein schöner Sieg. Wie heißt der denn? Frozer oder so? Freezer? Bald hast du deinen Gegner eingeholt. Wie heißt denn der? Hä? Was denn? Wieso hab ich die Punkte für das Spiel bekommen? Hä? Spiel 11. Digga, 50€ Game! Nein, Tweet. Nein, ich meine, das Game kostet 50€ jetzt, Mann. Achso, meinst du? 50€, lass dich das mal auf der Zunge zergehen. Oh mein Gott. So fest, oder? Lasset uns beginnen. So eine Scheiße. Was kritisiert Max in seinem Werk, das... Ich find's gut, das Game hat gegönnt. Komm, ich mach den. Jetzt aber du musst aufpassen, da bei dir ist was umgekehrt. Stimmt, das war ja das. Ah ne, bei mir ist es. Also, bei dir ist alles normal, bei dir ist alles normal. Gut. Okay. Dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Die politische Ökonomie. Ja, das war richtig. Mensch, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Aha, sehr interessant, was da los ist. Das ist übrigens einer der wenigen Spiele, die ich auch mal gewonnen habe. Neue Runde, neues Glück. Wieso winkt er denn so? Welcher ist der höchste Berg des Atlasgebirges? Egal wie eklig es ist, Karl Marx. Das ist ein Quality-Gag, der in meinem Kopf sich kurz entwickelt hat. Die Spannung steigt. Korrekt ist? Tupcal. Soll ich dein Gag nicht mitbekommen? Ja, der war auch scheiße, Bro. Das ist echt nicht zu fassen. Okay. Die Fragen behandeln jeweils 5 Wissensgebiete. Langsam kommen wir in die Phase, Bruder, wo man Fehler machen kann. Und unser Spiel geht weiter. Maul einfach. Welcher Trainer führte die deutsche Fußballnationalmannschaft 1972 zum EM-Sieg?
müsste man doch eigentlich kennen, oder? Bruder, du bist doch lost, du weißt doch sowas niemals. Ich hab noch nie jemanden davon gehört. Oder 72 Uhr, sollst du den kennen? Es war Klaus Augenthaler. Ich dachte, da kommt so Klinsmann oder so. Richtig ist Helmut Schön. Alter, noch nie gehört. Rainer Kallmund. Nee, das passt nicht. Rainer Kallmund. Hab ich gar nicht gesehen, Junge. Rainer Kallmund, Junge. Neue Runde, neue Runde. Da haben sie aber auch einen kleinen Gag eingebaut. Das Nibelungenlied. Oh, Mann, Mann, das weiß ich, glaub. Kann beantworten, wann der Schwänze-Song kam. Rainer Kallmund, Junge. So, hier ist die Auflösung. Beginn des 13. Hätte man aber wissen sollen. Halt die Fresse. Leider falsch. Das war jetzt richtig Mist. Ja, war richtig Mist. Yvonne Dagger, tell him. You tell him, girl. Bitch, tell him. Kommen wir zur nächsten Frage. In welchem Jahrzehnt wurde der Telegraph erfunden? Telegraph. Ja, red's mal danach, Abfahrt. Der Telegraph war safe in den 80er. Ich würde F sagen. Ich würde R sagen. Oh, das ist nevermind. Nevermind. Du hast recht, ja. Die richtige Antwort an. 1840er. Och, Mann. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel, wirklich. 187, ne? Ja, nicht. Heute ist gar kein Tag. Eigentlich zum Glück haben wir nicht um Geld gemacht. 187. Worauf haben ungültige Stimmen bei der Bundestagswahl Einfluss? Auf das Wahlergebnis der Verlierer, richtig? Und die korrekte Antwort ist Parteienfinanzierung. Ich bin übrigens 23 und müsste mich das den Scheiß auswählen. Das ist ganz falsch. Ich mag nimmer. Ich mag nimmer. Und das Publikum geht wieder richtig mit. Bruder, das ist mir immer so unangenehm, wie wenig Ahnung ich von Politik hab, ne? Ich kann's nicht oft genug sagen. Aber Freunde. Welche Inselgruppe gehört? Das war jetzt eine Spezialfrage. Keine Ahnung. Ich dachte, das Brandenburg-Abi war ein Meme. Digga, ich sag dir ganz ehrlich, das hätte der beste Lehrer EU-West sein können. Politik hätte ich einfach immer noch nicht gekonnt. Politik langweilt mich. Ich weiß, es ist nicht gut, aber es langweilt mich so unendlich, Alter. Ich bin richtig stolz auf mich. Freut mich, Yvonne. Eine neue Runde beginnt. Wer führte die Fußballnationalmannschaft der Frauen 2003 zum ersten Weltmeisterschaftstitel? Wait, was? Unsere Frauen haben einen Weltmeisterschaftstitel geholt? Digga, übel viele schon. Oha, okay, wusste ich gar nicht. Richtig wild unterwegs. Aber ich kenne die Trainerin nicht. Die Weiber, wa? Neues Glück. Was ist eine Ikonabel im frühen Buchdruck? Alter, wenn du das weißt, Bro. Weißt du das? Ich glaube, ich habe das mal gehört. Ich glaube, das ist das hier. Freezer, danke für die 23, du Sweezy, die 2. Cracky, danke für die 19. Bashid, danke für die 19. Fuck! Ah, jetzt, Mann. Ich dachte, das ist dieser fucking leider große nicht. Buchstabe, der da immer ist. Weißt du, der am Anfang. Mensch, so ein Mist. Das war schwer. Mensch, so ein Mist. Ich wäre auch gern mal da unten. Wenn Sie jetzt erst zuschalten, meine Damen und Herren, dann wundern Sie sich nicht. Neue Runde, neues Glück. Welche Zellorganelle ist essentiell für die Energiegewinnung im menschlichen... Ich weiß es! Wenn du jetzt Chat liest... Maybe? Und die korrekte Antwort ist... Mitochondrien. Das war's an der Stelle. Antwort komplett. Ich halte das nicht mehr aus. Leon ist ein scheiß Leben, ich Alter. Auch gern mal da unten. Ich halte das nicht mehr aus. Ich hatte gesagt, er will nicht mehr. Ich muss hier raus. Welche Stadt hieß zu Zeiten der Sowjetunion Stalingrad? Okay, Kamerade, Junge. Na 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 na
glaube, das war eine andere Hymne, die ich gerade gesungen habe. Das war russisch. Ja? Die gültige Antwort lautet wie folgt. Volgograd. Ich finde, Real Talk, dass die russische Hymne eines der nicesten Hymnen ist, die ich kenne. Das ist jetzt so die, ist echt schön, Mann. No joke. So, passt gut auf. Für mich die schönste ist die deutsche und dann kommen alle anderen. Das Taj Mahal. Oder Taj Mahal. Taj Mahal Dick. Korrekt ist Agra. Freunde, du hast mir gerade Geografie Moin. Geschenkt. Moin, ich muss los. Grazie mille. Ich will das nicht mehr. Ich muss raus. Los geht's. Freunde, warum seid ihr so schockiert? Ich spiele siebte Spiel von Living. Du Sieg. Korrekt ist Double. Jawohl. Nicht schlecht, Digga. Yes. Hast du hier Lust? Alter, Geografie hast du schon? Sieh mal eine an. Das hätte jetzt auch anders. Du Schwein. Ich muss jetzt mal schnell an Katzenbabys denken. Digga, es juckt niemand mehr. Jetzt wird er im Wald ins Schwitzen kommen. Wo wurde Isaac Asimov geboren? Oh, Digga. Weiß ich nicht, aber der hat auf jeden Fall einen coolen Counter-Strike-Skin rausgebracht. Ja, nach dem wurde es echt benannt, ne? Ja, aber warum? Was hat der Skin mit dem Typen zu tun? Na, der Typ war so ein Science-Fiction-Autor. Aber ich weiß nicht, wo der geboren wurde. Aber das der war Science-Fiction-Autor und so als. Also Marshall, den haben die den Skin benannt dann. Neue Runde, lol. Neues Glück. Alter, wieder was gelernt worden. Wie viele verschiedene Arten von Insekten gibt es auf der Welt? 10. Ja, komm, ich mach das. Ich mach das. Das sind ein paar Milliarden, 16.000. Oder? 16.000. Uff, Digga, okay. Das werden schon ein paar Millionen sein. Ich sage 1 Million. Also gebe ich dir überhaupt Tipps? Ich hätte 3 Millionen gesagt. Ist circa 1 Million. Oh, okay, not bad. Richtige Antwort. Na also. Let's fucking go. Liebe Zuschauer. Digga, aber es klingt irgendwie wenig. Bei so Insekten, Digga, da gibt es ja alles Mögliche. Ich habe überlegt, 1 Million, Junge. Ja, aber Digga, allein schon irgendwie an keine Ahnung. Dadurch kann der Bundeskanzler abgesetzt werden. Ich glaube, das hätte ich actually gewusst. Ja, ich weiß es, okay. Ich weiß okay, es. Aber das könnte, der könnte durch alles Mögliche. Ich würde sagen, Misstrauensvotum auf jeden Fall. Ja, hätte ich auch angeklickt. Aber ich meine, der Bundespräsident kann, glaube ich, auch sagen. Misstrauensvotum. Bundespräsident kann, glaube ich, auch was sagen. Zumindest das ihm nicht gefällt, gerade. Nee, ich glaube, der Bundespräsident kann nur so eine Äußerung machen, so. Also, der kann es auf jeden Fall. Der kann es auf jeden Fall nicht bestimmen, soweit ich weiß. Welcher der drei Disziplinen beim Biathlon wird immer als zweite Disziplin ausgedrückt? Immer als zweite. Naja, ich würde jetzt laufen sagen. Ski. Ski, ja, shut up. Ich hätte gesagt, Radfahren. Die richtige Antwort. Radfahren. Ach, Digga, ich wusste. Also, was schlimm nicht ist, ist obvious, weil dann bist du nass. Nein, das ist nicht. Und nass Radfahren macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Spaß. Digga, da tut's ja da Oberschenkel so aufreiben, weißt du? Ja, ist die Hose. Hier könnte man Stefan Rath. Mann, Jungs, ich weiß es noch nicht. Jetzt ganz schön spannend. Die starten doch immer mit Laufen. Das Spiel geht weiter. Safe? Wie hieß der Bildhauer Michelangelo mit Nachnamen? Ist nicht ein Song von Nemo? ist kein Vogel, ist Kleber. Und die korrekte Antwort ist Juan Rossi. Digga. Banarotti. Oh mein Gott, jetzt mal hol das vorhin. So macht das Spaß. Hol nicht rum. Na, man kann da jetzt auch eine Wissenschaft draus machen. Bloß nicht überanstrengen, meine Lieben. Schwimmst du als erstes? Nice, shut up. Mit dieser Frage geht's jetzt. Na, ihr labert, als ob Schwimmen als erstes ist. Welche Blutgruppe wird als Universalspender bezeichnet? Oh Mann, das war doch Dings hier. Oh mein Gott, das ist jetzt gewusst und du tust. Er weiß es halt. Bo. Flex! Dann lösen wir mal auf. Blutgruppe 0.
Super. Blutgruppe ich Nutella. Ich hab jetzt richtig Bock. Weißt du, was für eine Blutgruppe hast? Ich glaube, ich hab A, aber not sure. Ich glaube, A ist auch die verbreitetste, oder? Mit welchem Tennisprofi ist Steffi Graf? Kommt drauf an, ob positiv oder negativ. Steffi Graf mit Michael Fendler. Ich hab keine Ahnung, warum klicke ich. Lass es bitte. Ist nicht richtig, oder? Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Andre Agassi. Oh. Der Andre. Leider ja, daneben. Das war jetzt richtig Mist. Der, weißt du, er drückt Mann, einfach, er weiß nicht mal. Warum drück ich auch so ein Vollidiot, Bro? Ich dachte so, Steffi Graf, den Namen kennst du, da wirst du sicherlich auch den anderen kennen. Ich dachte, das ist sowas Obvious. Digga, stell dir vor, da steht jetzt so Thomas Graf. Ich glaube, der muss es sein. Oh, es war aber mit Steffi in der Wäschekammer. Achso. Das ist all in. Thomas Graf. Shut the box. Was ist das für eins? Oh, das ist geil, das ist geil. Kennst du das? Nee. Das ist auch so ein Trinkspiel, das haben wir mit Raffi, also mit Veni, immer beim Après-Ski gespielt. Und der Verlierer musste immer eine Runde ausgeben. Ich habe nicht einfach verloren. Also du musst quasi würfeln. Also du, warte mal, das ist nicht auf Zeit, ich zeig's dir einfach. Also, wie wird gespielt? Ich glaube, ich fange auch an. Das Spielbrett besteht aus 9 Klappen. Ist pur Glück, Bruder. 1 bis 9. Okay. Ihr werft 2 Würfel und im Anschluss muss die erwürfelte Augenzahl... Easy, free drinks, ja, ja. Werden. Wie ihr hier kombiniert, ist euch überlassen. Bei einer 3... Und dabei lief schön, wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Papa Lauda! Und dann umgeklappt. Also pass auf, guck mal, du siehst ja da 1 bis 9, ne? Du würfelst jetzt quasi und würfelst zum Beispiel eine 12. Dann musst du 9 plus 3 zum Beispiel umlegen. Oder 7 plus 5. Also irgendwas, was in Summe oder alleine die Zahl ergibt, die du würfelst. Und wer am Ende weniger Punkte hat, hat gewonnen. Und jetzt bin ich erst komplett dran. Schau, ich mach jetzt... So, ich habe jetzt eine 6. Ich kann jetzt entweder hingehen und die 5 und die 1 umklappen, 4 und die 2. Oder einfach die 6. So, ich klappe jetzt die 6 um. So, mal schauen, wie viele Punkte diesmal stehen bleiben. Und ich mache erst eine Runde komplett fertig und dann bist du dran. Wenn du mich unterbieten kannst, kriegst du den Punkt. Okay. I see. I see no movement. Jetzt, dann warst du schon mal beim Après-Ski, Bro? Schön warten, bis die Würfel gefallen sind. Warum hast du Klebestreifen auf dem T-Shirt? Das ist ein, also das ist nicht von mir selber drauf gemacht, das ist so ein Balenciaga-Piece, Bro. Das haben die, also das sieht man hier auch, das haben die neu rausgebracht. Da habe ich, ich glaube, 400 Euro Retail gezahlt, aber geht halt schnapper. Dachte ich, schlage ich zu, komm. Hab ich gesagt, mach 2. Son, where'd you find this? Hol mal bitte eine Zahl zwischen 0 bis 36. Eine Zahl zwischen 0 und 36. 18. Okay. Uff. Gachi Bass. Danke für die 10 Euro, Bro. Und hey, Papa Palete. Und hallo, der Lustige aus dem Podcast. Uff. Hallo. Moin. Der Dude im Publikum zwischen Rin und Emre ist einfach Saraza. Wait, what? Alter, wenn ich jetzt eine 7 und eine 9 würfel, Bruder, dann GG. Komm, gönn. Gönn, gönn! Es kann okay, mein Gehirn hat gerade übertrieben lange gebraucht, diese 2 Zahlen zusammenzurechnen. Also du musst jetzt quasi unter 16 kommen, ne? Du hast verstanden. Mhm. Ist heute Samstag oder so? Was ist heute für ein Tag? Wie kann ich denn die Zahlen navigieren? Also, du siehst sie mit links, rechts einfach, mit WASD. Also mit A und D. Der du macht siehst, bei mir da nicht. Doch, du siehst das ganze hell leuchten. Ach, oh mein ja, Gott. Ja, ist übertrieben, Mike. Oh, Dienstag. Okay, alles klar. Gut, alles klar. Ich wusste nicht so, ich wusste nicht so ganz. Danke, Chat. Heute ist Giveaway Thursday. Achso. Junge, ey, ich weiß auch damals die Streams mit Basti am Montag, wo er über den Mega-Giveaway-Monday gemacht hat. Ach, gute Zeit, dude. No joke. Ich hab mir... Was war das? War das heute früh? Ich glaube heute früh oder gestern. Hab ich mir ein Fortnite-Video von mir reingezogen.
Und Bro, Real Talk, diese Anfangs-Fortnite-Zeit war so geil, Alter. No joke. Da haben wir auch so teilweise mit Henke gespielt und ich glaube, die erste Runde habe ich sogar mit dir Rezmann gespielt. Kann das sein? Ja, ich war ich habe damals ein Playstation für Fortnite gemacht. Das habe ich mit Magonius gespielt, mit Rezmann und noch mit irgendwem. Das ist tatsächlich eins der wenigen Dinge, die so Squads gemacht. Bruder, du hast einfach einen Punkt bekommen gerade. Niederlage. Easy Clip. Immer noch geil, wenn man gut ist, Smile. Okay, weird flex. Besser als das echte, was gerade läuft. Kann mir vorstellen, Junge. Schön die 8 umgelegt. Würde gerne mal Elton umlegen. Also, auf sexual angelehnt jetzt. Ich hier auf nicht sexual. Okay. Damn, son, where'd you find this? Rezmann, ey. Okay, habt ihr eine Kontaktanfrage auf der Seite geschickt? Bitte vergiss mich nach dem Stream nicht. Achso, ich kümmere mich nicht mehr darum. Aber ja, werden wir nicht vergessen, Bro. Achso, warte, was habe ich? 7? Oh. Ja. Oh, ist ein richtig guter Start, Bro. Holy shit. Ach, das Spiel macht mich richtig diesmal sauer. Caillou war sauer, Hauer, Sahuja. Oder Caillou, YouTube-Kacke ist die einzige YouTube-Kacke, die durchgeht. Caillou verarschen, warnt's einfach. Caillou und der Rücksitz-Wichser. Alter. Ach, herrlich. Es ist einfach unverschämtes Glück, was du hast. Buh, 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 buh. 5 einfach. Wenn ich jetzt eine 5 würfel, Freunde, dann gebe ich euch allen einen Schnaps aus. Okay. Zeig mal, was du drauf hast. Danke für die 900 Euro, die ich gerade im Roulette gemacht habe. Geht davon essen oder so. Okay, Rezmann, deine 18 hat Simoni Tu gerade 900 Euro beim Roulette gebracht. Er hat gerade 100 Euro donated und meinte, danke für die 900 Euro, die ich gerade beim Roulette gemacht habe. Geht davon essen. Oder ich schwöre, oder so. er soll Fuffi abgeben, wenn er mich nach Glückszahl fragt. Ja, dann gebe ich dir die Hälfte ab, Bro. Wir machen 50-50, Bruder. Okay. Okay. Ihr könnt die gewürfelten Werte beliebig verteilen. Denkt dran. Danke für den Support. Ey, dickes Papa-Entschöpf, Freunde. Für Simone Tu, dude. Danke, Bro. Reese wird das Geld nie sehen. Doch, doch. Wir machen es direkt nach dem Game. Komm, Yvonne, mach eine geile Würflerei. Du Würfelsau. Man muss sagen, diese Wartemusik, ne? Das haben die bei Schlag den Star oder Schlag den Raab oder generell. Die ist echt immer richtig geil. Die, die gerade läuft, meinst du? Die, und es gibt auch noch so eine andere, wo nur so trommelmäßig ist. Also die gerade läuft, ist legendär, Bruder. No joke. Ja, die ist Reese bekommt sein Geld genauso wie ich meine Mario Kart Wettschulden. Was für Wettschulden, Henke? Die haben wir schon alle getilgt. Leben eines Streamers ist einfach am Dienstag zu fragen, ob heute Samstag ist. Ja, Bruder, das Ding ist halt, für mich ist jeden Tag Hustle. Egal ob Samstag, Sonntag, Montag, Freitag, Dienstag. Weißt du, ich meine, Bro? No off days. Hashtag grind, Hashtag Hustle. Hashtag work every day. Danke für die 2, Bro. Schön warten. Bis die Würfel gefallen. Ich flippe aus! Vorbereitung ist alles. Was? 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 Rezmann, was? Halt doch dein Maul! Ja? Als ob er 3 holt! Du Peach! Was auch immer Peach heißt. Hure. Was heißt Peach nochmal? Bastard, glaube ich. Bastard oder so. Ja, ja. Beste Wort ist immer noch Eschek. Was heißt das? Du Esel. Esel. Du Eschek. Oder der Eschek wieder. Ich finde, türkische Beleidigungen sind irgendwie echt cool, Mann. No joke. Diese Kontrahenten ist sie überhaupt türkisch? Wirklich alles. Ja, Eschek ist türkisch, glaube ich, ja. Aber ich sag mal... Na, egal. Lass mir das lieber. Ding, 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 ding.
Denkt nach, was ihr umklappt. Manchmal ist auch Strategie dabei. Elton, wirklich, shut up. Peach ist Englisch für Aprikose, Idioten, lol. Junge, Wally Nater möchte wieder mit seinem dritte Klasse Englisch flexen, dude, unangenehm, no joke. Und dann auch so ein LOL dahinter zu packen ist, da muss ich immer aktiv los, Bro. Okay, nice, die neuen Comebacks, sehr gut. Oh, jetzt, Junge, oh, jetzt so eine stabile Elf, Junge. Komm, gönn. Bu-bu-bu-bu! Komm, klapp sie um für mich, Elton! Klapp sie um, du geile Sau! Uff! Alter, was passiert, wenn ich jetzt auch nur lab, ist einfach Remis, oder was? Dann ist unentschieden. Okay, krieg keinen Punkt. Wenn du jetzt null machst, Dresmann, ich schwöre. Ich suche, ja, find dich und versohl dir deinen Hintern. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. QDH. Fuck. Denke, wie er dumm er das auch umwirft, wenn man zwei Zahlen hat, ne? Sehr interessant. Er macht immer so eine Pause noch dazwischen. Flop. Ja, ja. Flop. Sieht man richtig, wie die Animation einfach zweimal so getriggert wird. Ja. Weil er auch wieder so normal und wieder neu. Sein Oberteil geht so in sein. Also, die Arme gehen so in sein Hemd rein. Auch so, ja. So weird. Und guck mal an seinem Bauch. Ab der Hüfte ist einfach irgendwie querschnittsgelähmt oder das so. Da bewegt er sich gar nicht mehr. Er bewegt nur den Oberkörper so. Aber dann haben sie ihn noch ein bisschen schlanker gemacht, als er ist. Okay. Ein bisschen schlanker gemacht. Oh. No front. Was? Achso, ich dachte, ich hab's geholt. Oh mein Gott. Bro, ich dachte, du hast auf Null gemacht. Sorry, ne, Moment. Sorry, ich hatte gerade meinen persönlichen PP-Moment. Lass bitte nicht drüber reden. Der zweite Knopf von unten backt auch immer. Ist wieder erste Klasse. Ja, der verschwindet ja, immer. Ja, aber guck mal, der ganz untere ist auch schon die ganze Zeit so verschwunden, ja, bisschen immer. Das wäre gar, gar nicht aufgefallen. Ach, das ist ja die Scheiße, dude. Warte, was ist? Achso, 8. Mit 8 Jahren fängt das Leben an, sag Junge. Das hat schon damals Hitler gesagt. Ja, was? Sieh mal eine an, das hätte Schnittler meinst du? Ja, genau der. Von Rügenwalder, der Typ, ja, richtig. Warte, kann ich das überhaupt machen? Ich bin gerade übel los. 12? Er muss ja stückeln, ne? Hä? Achso. Die 7, die 4, die 1. Ja, okay. Sorry, absolut lost gerade. Kein Problem. Danke. Dafür sind wir doch da. Guck mal jetzt. Und wieder Normalzustand. Und Animation wieder. Ach, ja. Und die. Und der Knopf verschwindet dann die ganze Zeit. Was ich dazu jetzt sagen soll. Da weg ist er. Komm, jetzt gönn der 15. Ah ja, moin, 15 wahrscheinlich, oder? Jetzt wird gewechselt. 69. Bruder, ich sag dir aber ehrlich, 15 ist eine ziemlich hohe Zahl, da kann man drunter kommen. Ja, ja, das schaffst du. Probieren wir es, probieren wir es. Zwei Würfeln, erstmal 15 Würfeln, Klassiker. Absoluter Klassiker. Und ich spiele mir gerade am Sack rum und ihr könnt nichts dagegen tun. Kevin, was würdest du machen, wenn du Kinder hast, was deine Eltern bei dir gemacht haben, was dich genervt hat? Josh? Was? Alter. Ich habe kein Wort verstanden. Verteilen. Denk dran. Ja, jetzt mal, das hast du safe call. Das ist safe für dich. Ja, doch, das ist safe. Außer du bist richtig unlucky jetzt.
Du müsstest eine 8 würfeln, dann wäre. Nee, selbst eine 8 würde dich saven. Ja, okay, GG. Mann, das würde ich auch mal gerne selber ausprobieren. Ja, jetzt wart mal ab, Digga, wer weiß. GG, eine 9 könnte mich saven. 7. Ja, GG. Oh, ja, ist Matchball. Fuck, aber ich mag das Game, no joke. Ja, ist ganz cool eigentlich, das stimmt. Es ist halt nicht gut, um jetzt so ein Battle zu haben, weil es nichts mit Skill zu tun hat. Aber ich finde, es ist ein nices Game für so einen Trinkabend oder so. Also wie gesagt, wie wir das halt in der Bar gespielt haben, beim Après-Ski war halt Todesbaba. Und der halt immer am wenigsten hatte, der musste dann halt meine ausgeben. Hatten die dann dort das Spiel einfach so mit den Zahlen so schon da, oder wie macht man? Ja, das hat einer mitgebracht von den Ösis da. Es ist auch in Österreich so, dass man, ich weiß nicht, ob es auch in der Schweiz ist, vermute ich auch, aber dass man so ein, ich glaube, Nageln heißt es einfach. Also wir haben Nageln gespielt. No homo. Wo man Nagel reinballern muss. Ja, also du musst quasi einen Nagel reinhauen, aber mit der falschen Seite vom Hammer. Also quasi mit, du hast ja einmal die Seite, wo man, wo man eigentlich Nägel mit reinknallt. Und dann hat man diese Seite, wo es so flach ist, sag ich mal. Wo man eigentlich Nägel mit rausholt wieder. Ja. Und mit der Rausholseite, damit musst du reinknallen. Lol. Ist übel geil. Und dann spielst du es halt so im Kreis und wer... Auch als letztes seinen Nagel drin hat er verloren und muss dann halt einen ausgeben oder wie auch immer. Todesleises Spiel, man, übel Bock. Ich habe immer als erstes meinen Nagel drin. Alter. Ah, in Bayern auch tatsächlich, okay. Bestes Game, um zu entscheiden, wer zahlt. Ja, ist nice. Wenn einer von euch fertig ist und nichts mehr umklappen kann, ist der andere dran. Danke, Elton. Wir spielen schon seit 4 Runden. Das geht aber nur mit so einem normalen Hammer, oder? Wie meinst du? Also wenn man mit so einem Zimmermannshammer, der diese Klauen vorne hat, da geht das ja nicht. Oder ist ja noch schwieriger dann? Ja, ich weiß nicht mehr genau, ja, vermutlich. Komm, jetzt gönn bitte einfach eine 12, das wäre so geil. Ah, 13. Du fühlst dich. Immer niedriger. Okay, jetzt kommt's drauf an. Das nennt man Latthammer. Was nennt man Latthammer? Diesen, den man, wo man Nägel wieder rausziehen kann? Naja, aber auf jeden Fall schickt man mit der falschen Seite. Das nennt man auch Zimmermannshammer und jetzt Ruhe hier. Sieht interessant aus. Erster neuer Nagel, letzter ausgeben. Alle dürfen auf alle Nägel hauen. Richtige Ösi spielt mit ihrer sehr Faust. Interessant, was da los ist. Ihr seid alle PP-Gas, die das mit der Hand machen. mit dem Hammer machen. What the fuck? Man kann es schön mit der Hand einfach reinknallen. Ja, moin. Wenn einer von euch fertig ist und nichts mehr umklappen kann, ist der andere dran. Man spielt es normalerweise mit einem hohlen Hammer. Okay, er hat geschrieben, ich bin ein Zimmermann, also wirklich, das ist ein Latthammer. Dominik, Meinung? Also wenn ich jetzt bei Google Zimmermannshammer eingebe und der Hammer kommt, dann musst du mir 100 Euro zahlen. Deal? Ja, wahrscheinlich hat er recht, aber im Volksmund sagt man schon Zimmermannshammer, oder nicht? Könnt ihr mir jetzt nicht, könnt ihr jetzt nicht sagen, ich lüge. Okay, Bruder, ich brauch noch zwei. Eine 1, eine 5, 1, 5, 6 oder 13. 13, Lul. Oder 9. Eine 1 auch, Lul. 11. Endlich mal etwas. Du hast gewonnen. Oh mein Gott, vor! Schön geschmeidig bleiben. Guck, er schreibt beim Dachdecker, haben wir nur Zimmermannshammer gesagt. Aha, aha. Damn, son, where'd you find this? Das Spiel als dein dickster Subscriber Leo. Wollte ich dir einfach mal Danke sagen. Heute war der erste Termin gut bei der Krankengymnastik. Erster Schritt in die richtige Leo. Richtung. Pok, was ist ich jetzt? Wie wär's mit dem Salat, Bro? Danke für die 10 Euro, Mann. Freue mich extrem und gute Besserung. Und knall dir jetzt am besten nicht 10 Schokoriegel rein. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so geil. Aber danke für die 10, Bro. Spiel 13. Blamieren oder kassieren? Oh, okay. Dann machen wir mal Rätsmann. Elton hat sich fix umgezogen. Macht er immer, ne? Machen die immer noch, dass da jemand kommt und ihm ein Jackett gibt. Ihr den Buzzer. Anschließend habt ihr 5 Sekunden Zeit, eine Antwort auszuwählen. Ist die Antwort was hast richtig, bekommt ihr einen Punkt. Das machen die immer noch, dass da jemand kommt und in seinem rotes Sakko da gibt. 6 Punkte braucht für das Spiel. Und zieht er sich um. Achtung und los. Dann wollen wir mal beginnen. Ich würde blamieren, aber oder kassiere Real, aber voll wack, to be honest. Sex and the City. New York. Ja. San Diego. Gibt's ein geiles Lied. Dann lösen wir mal auf. New York.
I got two tickets to New York City. Come with me, you look so pretty. Kennt ihr den Song? Der ist von diesem anderen Ochsenknecht. Nicht von Jimmy Blue, sondern von dem anderen. Wilson Gonzales Ochsenknecht. War ein Baba-Song damals. Achtung, es geht weiter. I got two tickets to New York City. Wie heißt das frühere Konstantinopel heute? Come with me, you look so pretty. Wilson G. Digga. Wenn dein Kind einfach Wilson Gonzales Ochsenknecht heißt. Ha, ich weiß nicht, das ist das war wohl nix. Du hast nichts angerufen. Antalya? Und hier die richtige Antwort. Istanbul, oh. Hier die richtige Istanbul ist es. Istanbul. Hä? Lost. Ach nein, was war gerade? Hä, was war das gerade? Hast du den Bug gesehen? Nee. Er hat zweimal gesagt. Hoffentlich blamiert sich jetzt hier keiner von euch. Ich habe das Gefühl, da entwickelt sich heute noch etwas. What the fuck? So, oh Mann, ich glaube, ich verliere was das. Was ist eine Gambe? Gamba, Gamble, Poker, Glücksspiel, Roulette. Ich kann nie und immer weiß, was das ist. Zehner. Korrekt. Ich hatte Musik, LK. Streichinstrument. Ha, gut gemacht. Okay, wieder Flex. Geschafft. Dude, ich hatte Musik, LK. Ja, ich möchte mich rechtfertigen, warum ich sowas weiß. Ich will nicht als so ein Nerd dastehen. So krass. Wie, wir hatten uns immer Musik, LK. Gerhard Schröders Nachfolger als SPD-Parteivorsitzender. Dude, I don't fuck know me. Wir spielen nicht um Geld, Freunde. Wir spielen um einen Tweet. Der Verlierer muss einen Tweet machen. Nochmal, wer zuerst seinen Buzzer drückt, der damn, hat nur noch 5 Sekunden son, Zeit für die Antwort. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie heißt das in Monaco herrschende Adelsgeschlecht? Vardy Tim. Keine Ahnung, Bro. Real Talk, ich weiß nicht. Ja, Monaco, was ist das da? Oh Mann, ich gamble. Okay, Borgia kann man ausschließen, Barilla kann man auch ausschließen. I don't know. Hier ist die richtige Antwort. Oh, 50. Oh mein Gott, ich wurde gerade übelst gejubated. Ich dachte, die Flasche ist offen, weil hier der. Weil hier ist ein Deckel von einer anderen Flasche. Das kann ich. Bro. Holy shit. Schnell schalten und abräumen. Zeit für eine kleine Werbepause. Oh, diese Soundbugs, ey. Zur nächsten Frage. Welches Amt bekleidete Angela Merkel 2000? Das Swag-Amt. Fuck, was war die denn davor? Digga, sowas weiß ich absolut nicht, Bro. I don't fuck no, mate. Elton sagt gar nichts. Das wird oh, ich hab grad gedrückt, aber vielleicht besser, wenn es nicht gezählt hat, Alter. Gut auf. Auf Sicherheitsbasis. Die Serie Elementary. Was weiß ich? Kennst du die? Der Name sagt mir was, aber ich kann nicht sagen, worum es geht. Das ist, glaube ich, irgendwas mit Zauber. Nee, ich glaube nicht, dass es was mit Zauber ist. Ich glaube, das ist was mit Detektiv-Shit, oder? Und unser Spiel geht weiter. Was kann hat Superman sein? Seine Superkräfte? Kryptonit? Es war ein Android? Magie? Er ist ein Mutant? Er ist ein Außerirdischer? Ich würde sagen, er ist ein Außerirdischer, oder? Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Er ist ein Außerirdischer. Du bist eine Drecksau. Bruder. Aber hallo. Kryptonit ist sein feines Ding. Ach so. Du musst dir mal den Dude zwischen Rin und Emre angucken, der sieht aus wie Saraza. Erste Klasse. Ganz schön. Ja, geht. Dann wollen wir mal schauen. Das recht sehr. Saraza, wenn er den Pommesbude aufmacht. Recht erste Reihe. Homecoming. Findet der wievielte Kino-Reboot der Serie statt? Was wollte Saraza? Eine Pommesbude aufmachen? Weiß ich nicht. Nee, ich meinte, so wird der aussehen, wenn er eine aufmacht. Ach so. Oh, was willst du, ne Curry? Nicht zu voreilig. Ihr müsst schon etwas mit der Frage anfangen können. Ich will jetzt nicht weiter stören. Ach, jetzt mal, Achtung, es geht weiter. Aber die Pommes seid ihr beide. Unter welchen Namen wurde Samuel Clemens bekannt? Aber Pilz seid ihr beide, ne? Digga, vor allem, ich meine, ich weiß nicht, ob er bekannt geworden ist. Ich habe noch nie von dem Typen gehört.
Ich glaube, das war der Mark Twain-Typ, aber ich habe mich nicht getraut. Hier braucht ihr eine schnelle Auffassungsgabe. Einfach drauf los, nicht so zögerlich. Achtung, es geht weiter. Wie viele der Negativpreise Goldene Himbeere hat Breaking Dawn? Ich hab's gehört, Freunde. Teil 2 aus der Twilight-Reihe kassiert. Die hat's auch richtig langsam gesagt, einfach. Ich schwöre. Ist die Serie so schlecht, dass sie das immer kriegt? Oder was denn? Wie viele den Negativpreise Goldene Himbeere hat? Goldene Himbeere war doch das, wenn du. Also der wackste Shit, ne? Das ist ein Negativpreis, also wenn du ein Depp bist. Wie heißt die Mutter der Barbie-Puppe? Von Niki Lauter. Die Barbie hat eine Mutter? Weiß ich nicht, ich wusste das auch nicht. Mama Barbie. Ey, schön, was sind das für Fragen, ey? Steht einfach so Mama Lauter. Das wäre so geil. So, pass gut auf. In welchem Gebirge entspringt die Mosel? Boah, da würde ich meine Freundin umbringen, wenn ich das nicht weiß. Warum ist sie so ein... Die kommt da von der Mosel. Ach so. Liegt. Ich habe dieses Gebirge noch nie in meinem Leben gehört. Ehrlich? Noch nie in meinem Leben habe ich dieses Gebirge gehört, ich schwöre. Die Vogesen. Noch nie gehört. Da kommen die Mongolen her. Der Zimmermannshammer oder Zimmererhammer, auch Latthammer, ist ein Hammer zum Wie Einsatz. Heißt Barbies Freund? Warte mal, Latthammer und Zimmermannshammer ist dasselbe. Dude, was zum Fick ist denn? Was haben die denn mit Barbie, Junge? Ja, Jack wahrscheinlich, oder? Man kennt's, George einfach. Pete! Dann schauen wir mal die richtige Pete, Junge. Barbie und Pete einfach. Ja, das war richtig. Digga. George aus dem Dschungel, will da geht es kaum. Steht mir das Sacko, oder? Ey, Kevin Buzzard ist K, versuch das doch mal. Shut up. Wo leben die Nerds aus The Big Bang? Oh fuck, wo leben die? San Francisco, weil das ist eine Technikstadt. Oh, ich glaube nicht. Ich würde sagen I. So, hier ist die Auflösung. Pasadena. Stimmt das nicht. Das war's an der Stelle komplett. Das kann einfach nicht wahr sein. Danke für den Tipp mit dem Buzzard, war ein geiler Tipp auf jeden Fall, Bro. Vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie hieß der Kriegsgott der römischen Antike? Oh, das müsste man, könnte man wissen. Oh mein Gott, Digga, das ist nicht dein Ernst, dass das die Frage ist. Das ist nicht dein Ernst. Snickers einfach. Bruder, das ist bei Wer wird Millionär die 5-Euro-Frage. Um zu gucken, ob die Person einfach ein Gehirn hat. Yes. Snickers einfach, Junge, holy shit. Weißt du, wenn die jetzt ja vier Götter aufgezählt hätten, okay. Ja, ja. Oder die zählen aber Twix jetzt auf, baut die Schwitzen. Wo wurde Deutschland 1990 Fußball-Weltmeister? Ja, I don't fuck no. 54, 64, 90, 2000. Okay, es war nicht Deutschland, es war nicht Brasilien. Glaube ich die Türkei. Glaube die Italiener. Mann, geht's dann bitte löschen. Und hier die richtige Antwort. Italien. Ah, GG, du. Da kann man ruhig mal klopfen. Wow, GGX. Das war gut. Also nochmal ganz kurz zu dem Hammerproblem. Der Zimmermannshammer oder Zimmererhammer oder auch Latthammer, ist alles dasselbe. Ist ein Hammer zum Einsatz im Holzbau. Dieser hat auf der einen Seite einen Nagelbann oder eine Nagelbahn, sorry. Auf der anderen eine Klaue zum Herausziehen von Nägeln. Ja, es geht doch. Wichtige Punkte bei der Aufholjagd. Yvonne. Yvonne. Wo ist der Matchball jetzt, oder nicht? Wenn ich einen Punkt hole, hab ich's. Ja. Wenn du was holst, dann hab ich Jesus Christus einen. Steht diesem Spiel bei. Oh nee, Alter. Ist das gut? Ja, wir müssen das zusammenrechnen einfach. Du musst einfach... Zusammenrechnen? Willst du Testspiel machen oder direkt go? Alle Produzenten, sie müssen die Preise finden und im Kopf zusammenrechnen und das Ergebnis dann in die Kasse eintippen. Mhm. Also sehe ich einfach verschiedene Produkte, die da durchlaufen jetzt, ja, genau, oder genau. Nee, du kannst... Ey, Bruder, lass Testspiel. Wenn es ein Matchball ist, komm. Okay. Wir sieht einfach ernst. Aus, ist es aber nicht. Also, guck mal, du kannst es jetzt hier so drehen. Mit welchem? Mit WASD. Okay. Und dann mit U und I kannst du weitermachen. Dann musst du, guck mal, jetzt habe ich hier 087 bei mir. Dann nächstes. Du musst alles zusammenrechnen. Und dann, wenn du fertig bist, dann drückst du auf fertig, gibst jetzt ein, weiß nicht, zum Beispiel 1,50 Euro
87 als Beispiel. Drückst auf OK. Manchmal machen einem diese krummen und dann muss es richtig sein. Wenn du 1 Cent weg bist, ist RIP. Leider dein Gegner. Okay, und mit U und I wechsle ich durch. Ja. Dann sollten wir jetzt anfangen. Okay, komm, let's go. Okay, Chat, war die Kamera gut so? Ganz kurz. War die Kamera gut so? Okay. Ich lese euch mal die Regeln vor. Alle Produkte sind mit Preisen gekennzeichnet. Okay. Also du machst mit Q und E, ne? Nicht mit U und I. Okay. Euer Ergebnis tippt ihr dann in die Kasse vor euch ein und bestätigt. Damit ist die Eingabe für euren Gegner gesperrt. Ist die eingegebene Lösung korrekt, bekommt ihr einen Punkt. Ansonsten bekommt ihn euer Gegner. Ja, wenn ihr 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Fischstäbchen 1,87. 1,87 Fischstäbchen. Junge, nee. Achtung und los. Käse, Junge. Warte mal, hatte ich die schon? Komm, gönn. Da ist wohl jemand. Die Antwort ist richtig. Oder ich war gerade am Eingehen. Kampf ist erst noch lange nicht entschieden. Versteckt. Das war daneben. Punkt für den Kontrahenten. Bruder, ich schwöre, die geschieht so recht, dass du immer so schnell versuchst. So eine Scheiße, Junge. Doch Preis jetzt. Na, okay, komm mal. Hol dir den ab. Den gönne ich dir. Richtig gönnerisch hier, oder wie? 1 auf 10. Das ist falsch. Die Geschwindigkeit war beeindruckend. Super. Sehr gut. Man weiß ja nie. Die nächste Runde kann ganz anders laufen. Ja, was das denn, Alter? Fuck, ich will das nicht. Du kannst, glaube ich, auch mit Q und E vielleicht. Oder Clear. Oder K drücken nochmal. Ich bin einfach straight fucked. Oh mein Gott, ich hab's auch gedrückt. Danke, du hast es. Rätsel, du bist so ein Pisser. Du hast es. Rätsel, du hast für mich okay, einfach. Okay, Bruder, hör zu. Jeder rät. Jeder rät. Du hast es für mich rät. Auch. Ja, was für jeder rät? Der du hast mir gesagt, drück K. Nein! Drück K, probier K zu, hast du gesagt. Alter, Jesus fuck. Ja, du musst jetzt drücken. Ich als Kunde wäre längst weg. Ja, schade. Das war falsch. Du hast doch einen Punkt bekommen, bestell ich doch nicht. Vor allem, ich als Kunde wäre schon längst weg. Halt doch dein Maul, Alter. No Digga, er lügt einfach, weißt du? Er wäre direkt Maul voll gefressen, die Sau. Ich als Kunde wäre schon längst weg. Du dummer Bastard, Alter. Oha, wie schnell. Sei falsch.
Ich als Kunde wäre längst weg. Nein! Punkt für den Kontrahenten. Oh, so schwer Bro. War das gar nicht. Mal sehen, wie ihr euch in der nächsten Runde macht. Fuck. Geschieht dir recht, wenn du immer so schnell machst? Oh, das bist richtig nachzeigen, ne? Wie ein Vibe. Warte mal, das ist 1,70, 1,76. Hör auf jetzt! Digga, manchmal stehen die Preise einfach immer schon direkt richtig, das Schockgesell. Oh Mann, ich bin gerade so lost, Bruder. Ich hab gerade einen Hänger. Da war der Gegner schneller. Das war ein Punkt für den Gegner. Hä? Puh, Bro. So, das war ein spannendes Duell. Auf Bruder, warte mal kurz. Das Game ist übel scheiße. Du musst extrem langsam die Zahlen eingeben, sonst zählt er nicht. Bruder, du hast schon 2 Punkte deshalb bekommen. Ich schwöre, nee, kein Bock. Das ist doch lächerlich. Drückst du irgendwas? Komm mal, ich mach einen auf Ehre. Nein, Bruder, ich schwöre, nee. Preise ey, das ist einfach lächerlich. Das Game ist einfach scheiße. Ja, wenn ich zu schnell die Zahlen eingebe. Ja, du musst ganz langsam oder? Machen. Du musst oben gucken, ob das schon eingeloggt wurde. Das Game ist übertrieben scheiße, Bro. Oh, was ist das für eine Riesentüte? Bait Nation. Holy shit, du bist echt schnell. Nein, fuck. Oh mein Gott, nein. Jetzt hab ich meins vergessen. Nein. Ich dummes Stück Scheiße. Oh nein. Oder mach doch die richtige Zahl einfach. Oh mein Gott. Ich hätte es haben können. Oh. Kombiniert. Matchball. So, das war ein spannendes Duell. Auf okay, ich gehe jetzt auf. Was ist das denn? Wenn ich jetzt zu schnell eingebe und du kriegst den Punkt. Schlag ich irgendwas. Oh mein Gott, ich bin grad. Nee, Mann, ey, sobald du auf OK drückst, ist GG. Die Preise waren gut versteckt, aber anscheinend nicht gut genug. Ja, das lasse ich jetzt mal so durchgehen. Du hast da richtig leckeren Chicken. Das Spiel geht an dich. Oh mein Gott, es bleibt spannend hier. Oh mein fucking Gott, Rätsmann. Der O2-Arena. Wie liegt ihr denn im Moment? Er benutzt einfach Taschenrechner, ja. Damit liegst du in Führung, Yvonne. Ich werde besonders wirklich Taschenrechner wehtun. Wahrscheinlich sehe ich so ehrenlos. Jetzt, wenn jetzt Töne zählen kommen, dann lösche ich mich. 15. Ja, dann lösche ich mich. Nee, ich höre doch nichts hier. Ich höre doch nichts. Sollen wir ein anderes Game machen? Wir können ein Game unserer Wahl auswählen. Lass mal probieren einfach. Aber ich meine, ich sehe ja das Bild von dem Instrument. Okay. Ich sag, ja, Musik-LK, Kevin, du siehst kein Bild von dem Instrument, Bro. Hä, ja, auf diesem Testing ist doch ein Bild da abgebildet. Sorry, ich tapp kurz raus, einen Moment. Nein, du siehst kein Bild von. Das ist erst, wenn du richtig oder falsch hast. Ach so. Du siehst kein Bild von. Hörst du mich? Ja, ne? Ja. Okay. Ja, schau mal, ob es geht. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht, Bro. Okay, dann lass so machen. Wenn es jetzt nicht gehen sollte, dann machen wir einfach inoffiziell noch einen einzelnen Spiel einfach danach. Ja, okay. Was dann quasi die Entscheidung ist. Ja, okay, machen wir. Okay, gerade höre ich straight gar nichts. Instrument. Und ihr müsst das Instrument nennen. So genau wie möglich. Ist es, wenn du redest? Ich glaube, immer wenn man eine Taste drückt oder so. Wenn man den Buzzer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, seine Antwort auszuwählen. Drückt mal irgendwas, was da? Bekommt ihr einen Punkt. Bei falscher bekommt euer Gegner einen Punkt. Wer als erster 6 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Gerade höre ich gar nichts. Machst du gerade irgendwas? Nee, er sagt auch nichts. Viel Glück, wir fangen an. Das Spiel beginnt, viel Glück. Okay, hörst du was? Ja.
Okay, wir spielen jetzt ernst, ja? Ja. Fuck! Dicker, nee, ich schwör. Die gültige Antwort lautet wie folgt. Cornet. Oh mein Gott! Dicker, was? Oh mein Gott! Ja, oh mein Gott! Richtig. Ja, Mann! Ein Glück, Bruder, ich höre nur die Hälfte und hab trotzdem richtig. Oh mein Gott, Bruder. Musik-LK, ich grüße Herr Müller. Ta-ta-ta-ta. Hier spielt die Musik. Herr Müller ist irgendwie so. Langsam kommen wir in die Phase, ja, wo man Fehler machen kann. War ganz schön der Bastard eigentlich. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Ja, Digga, der hat's. Ja, okay, er war Ehrenmann und Bastard, er war beides. Aber ich hab einen Freeze-Frame. Ich auch. Was ist jetzt los? Ja, du hast das Spiel beendet, weil du nicht gewinnen kannst. Nein, ich schwör, Bro. Ich tipp mal raus. Du denkst, es kommen Instrumente, dann dreht es mal mich ehrenlos abziehen. Nein, Bro, ich schwöre. Das Game hat sich aufgegangen, ich schwöre. No joke. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht wieder eindämmen. Alter, nee, Junge. 50 Euro Game, du. Ja, ich muss es neu starten. Lügenplatte in den Chat. Vor allem, ich muss es jetzt so richtig scuff machen über den Task Manager. Aber meine Maus geht nicht, das heißt, ich muss es jetzt so... Okay, Chat, pass auf, ihr seht jetzt Five-Hand-Play, okay? Pass auf. Alles mit der Tastatur. Alter, wer ist er, Junge? Holy shit. Okay, ich starte schnell neu. Du hörst mich noch, oder? Ja. Okay. Ja, dann machen wir nochmal Instrumente einfach, oder? Und du machst einen Punkt. Ja, dann kriegst du einfach falsch oder so. Hallo Deutschland, hallo Köln, willkommen bei Schlag den Star. Und hier ist Ihr Gastgeber, Elton. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei Schlag den Star. Ey, Digga, das merkt sich nie die Einstellung, das ist so AIDS. Bro, wir können das Game über Steam Remote Play spielen, weil hier geht's ja nicht auf Schnelligkeit. Und dann hast du den Sound vielleicht auch nicht so scuffed. Naja, beim Bassern vielleicht schon ein bisschen Geschwindigkeit, oder? Beim was? Ja, beim Bassern, also wenn es erst bassert. Ja, aber dann ist der Sound wenigstens nice. Ah, scheiß drauf, ich mach das, Digga. Okay. Solange ich ein bisschen was höre, geht's klar. Okay, dann connecte auf meinen PC. Bin ich eigentlich? Ach so. Ich bin noch drauf. Siehst also. Du es schon, oder was? Ja, ja. Ach so, okay. Einstellung und so. Das aber wir können sogar fortsetzen machen. Oh, klar, machen wir. Ich weiß noch nicht, was A ist. Warte, ich hole jetzt meinen Controller. Ich brauche auch echt meinen Controller für einen PC. Richtig lost, dass ich keinen habe. Was soll A sein? K oder F? Ja, okay. So, K, du musst F drücken. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es bei denselben Punkten weitergeht. Musikinstrumente. Oder ob es neu losgeht. Ich glaube, es geht neu los. So, Leute, lasst uns. Okay, lass mich kurz einmal buzzern, Bro. Ich mach einen falsch, okay? Okay. Jetzt hast du auszusehen richtig. Mach Querflöte. Wo ist es? Ich seh's nicht. Links unten. Es war irgendwas Tiefes. War okay. Gut, dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Posaune. Okay. Posaune. Achso, ja, Kern noch ändern. Danke, Chat. So. Das kann einfach nicht wahr sein. A Posaune. Kevin und das Spiel, was ich aufgehangen habe. Das erinnert mich an die erste Blockflötenstunde. Handschlag-Emoji. Spannend. Es geht weiter. Was macht deine da erstmal Stretch-Übungen? Gitarre. Bitte sag keine Konzertgitarre. Bitte sag keine Konzertgitarre. Hier ist keine Konzertgitarre. Oh, der. Ja, das war richtig schlecht. Das war sensationell gut. Damn, obwohl ich nicht weiß, wie ich das gemacht habe. Herr Bastich, Ihr Ansatz ist flöten gegangen. Ja, weiß ich. Egal, ist mir egal, scheiß drauf. Dann lösen wir mal auf. Harfe. Oh mein Gott. Bruder. Ich bin nur rausgetappt. Ja, das geht. Sorry, mein Haarreif ist auf mein Dings gefallen. Ach, geschafft. Alles ist das Spiel mit dem Turm läuft gerade im TV. Ist mit den Säckchen?
Eine neue Runde beginnt. Nice. Nee. Ticker! Nee, Ticker, nee. Ich glaube, bei diesem Instrumentenspiel, das haben die zum Schluss programmiert und hatten einfach keine Lust mehr, weißt du, und haben die Bugs aber drin gelassen. Vor allen Dingen die Rechte, Junge. Und Ellen guckt dir schön auf die Möppes, Junge. Alter, nee, ey. Ja, Bro, warte mal. Warte, was jetzt? Jetzt steht da, der Host macht was anderes. Das Game ist so ein Schmutz, Alter. Nvidia Share reagiert nicht. Was zum Fick? Du. Junger Vater, ey. What the fuck, Alter? Die wollen nicht, dass Bro, wir fertig spielen. Bro, was wollen die? Bist du gerade auf irgendeiner Taste stuck oder so? Nein, ich hab nicht mal die Hände am Dings. Hände in der Luft. Junge, was zum Flying Fuck, Alter? Digga, das ist gerade ein richtiger Struggle, ich schwör. Ey, wenn ihr sehen könnt, was ich hier gerade mache, Chat. Das ist. Alter. Dicker. Was ist das? Ich versuche alte 4, vielleicht geht's. Oh Gott. Okay, ich konnte wenigstens den Video-Shit damit zumachen. Digga, what the fuck, Alter. Sending Minecraft Newton Mod. Okay, wie stand's denn gerade? Wie war der Punktestand, Chat? Weiß es jemand? Riesmann? Du zufällig? Hä? Wie war der Punktestand? 2-1. 2-1 für mich. Digga, das Game ist so scheiße. Note. Du hattest die Western-Gitarre und ich hatte am Anfang das Connect und die Harfe. 2-1, also du hast 2 Punkte gehabt, ne? Herzlich willkommen bei Schlag den Star und hier ist Ihr Gastgeber. Willkommen zu einer weiteren Show von Schlag den Star. Damn, son, where'd you find this? Jesus Maria, wenn ich die Essensreste auf dem Tisch sehe, wird mir anders. Ich hab so fucking Hunger und Kinder in Afrika auch. Benehm dich, Thomas, und iss auf. Drück mal F, Bro. Danke für die 10 Euro, Bro. Du, da sind gar nicht so viel Essensreste drauf. Das ist nur so ein bisschen Joghurt oder so, den ich da reingemassiert habe in meinem Mauspad. Mehr ist es auch. Das so, Leute, wirklich nicht mehr. Lasset uns okay, jetzt, warte, ich mach eins falsch, du machst zwei. Nee, ich mach zwei falsch, du machst eins falsch, ne? Ja. Kesselpauke, hab ich direkt gehört. Gut, dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Bongo. Das ist ganz schade. Okay, jetzt musst du. Schon wieder. Oder warte, jetzt mache ich noch eins falsch. Ja. Ey, ich hab Bless RNG, dass es jetzt nicht wieder selber ausprobieren. Ausgeht. Das ich muss jetzt mal schnell an Katzenbabys denken. Achtung, es geht weiter. Ich nehme die vor richtig einfach. Und hier die richtige Antwort. Walter. Okay, jetzt musst du eins falsch machen. Ich dachte kurz. Stimmt nicht. Schade. Mensch. Lass die Qualität vom Spiel niedrig, sonst schafft es dein PC nicht. Einfach Grafikkarte überhitzt. Hier muss man verdammt aufpassen. Einfach so durchgebrannt wegen so einem Schlag in Star Game. Genauso schön wie das Wetter so heute. So eine 2070 Ti, Alter. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Das hört sich straight up an wie ein Furz, einfach. No ja, aber was soll das sein? Was ist das? Taschentuch. Bro, red mal die F-Bombe. Fußseeler. So nicht. Ist das ein eigenes kleines Instrument, du? Das ist ja, ja. Das kommt ja aus Afrika, da.
Hört okay, mir ist das richtig, ja? Ja. Bloß nicht überanstrengen, meine Lieben. Okay, Leute, wir spielen um einen Tweet. Okay, der Gewinner hiervon gewinnt alles und halt einen Tweet. Es gibt so ein Book of Ra. Es gibt so ein Instrument aus Thailand, das hat damals einer aus unserer Klasse gespielt. Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Aber ich weiß nicht, wie das heißt. Oder Saxophone. Ach du Scheiße. Ene, Mene, Mu und raus bis. Okay. Gönn. Richtige Antwort lautet Tenor Saxophon. Bu, 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 bu! Bruder, das ist ein Altsaxophon auf dem Bild. Das war richtig. Ein Glückstreffer. Das war das falsche Saxophon auf dem Bild. Wirklich? Ja, ja, und das, was gespielt hat, hat sich auch eher wie ein Alt angehört. Eine neue Runde eigentlich. Beginnt. Also, ich glaube, die haben es aber falsch angehört. Ich glaube, das war eine Bongo-Trommel. Eine Sackpfeife. Blasen wir doch eine, die Sackpfeife. Richtig ist. Eine Ney. Trompete. Blasen wir doch die Sackpfeife. Weiter so. Gibt doch bei allem eine Taktik. Tick-Tack ist die beste Taktik. TikTok. Hört genau hin. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Trommel. Was sind das noch für andere Geräusche da gewesen? Das ist mir zu heiß. So ein afrikanisches Instrument gleich wieder. Das ist mir zu heiß. Da lasse ich die Finger weg. Da verbrenne ich mich. Das ist mir zu heiß. Aha, sehr interessant, was da los ist. Wenn Sie jetzt erst zuschalten, meine Damen und Herren, dann wundern Sie sich nicht. Dann wollen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Oder hört sich irgendwie so, weiß ich nicht, Intro-Song von Jumanji oder so. Ja. Ach, das erinnert mich an meine erste Blockflötenstunde. Und unser Spiel geht weiter. Ich glaube, das war eine 808. Das Ding ist halt, man denkt so, okay, weißt du, das könnte das und das sein, dann drückst du drauf und dann steht einfach nirgends hier so. Du denkst so, oh, Gitarre, und dann hast du so 12 Seiten-Gitarre. Die Penis-Gitarre. Gitarre, die schwarz ist. Gitarre, die rot ist. Und denkst du, Bro. Kann sich noch jemand an Ringing the Bull erinnern? Eine neue Runde beginnt. I see the eye of the town. Wie heißt das denn? I see the eye of the mountain? Calling oder so? Mountain, ne? I see the mountain. So long. Interessant. Mit dieser Frage geht's jetzt weiter. Alter, wo sind die Ösis, Jungs? Die Ösis, Junge. Uff, der ist tricky. Aber ist ein Knopfakkord oder Harmon? Ich nehme einfach mal das, was ich kenne. Nein! Das Organetto, man kennt Bruder. Ihn. Okay, ich hätte so oder so. Ich hätte Knopf. Falsch. Wo ist der Unterschied zu einem Knopf-Akkordeon? Das Knopf ist, glaube ich, dieses kleinere. Was sie so Seemänner eher haben. Wirklich no front, aber Akkordeon ist auch einfach das wackste Instrument, was ich kenne. Ah, weiß nicht, wer ein Pirat ist. Schulklingel. Real Talk, Akkordeon ist so wack, du. Es sieht halt auch einfach schon aus wie ein Ass-Instrument, ich schwöre. Da ist einfach so ein Keyboard dran und so ein Ding, was man zusammenpresst. Hier ist die Auflösung. Röhrenglocken. Oha, wie so ein. Ja. Guck, auch wieder falsches Bild. Mann, war das gut. Was war das denn? Das auf dem Bild war ein Glockenspiel und die Röhrenglocken sind viel größer und da schlägt man mit dem Hammer drauf. Das erinnert mich an meine erste Probe. Oh, red's mal, Alter, richtig gut. Holy ganz shit. Schön spannend. Ja, aber Digga, das Spiel ist halt einfach, also ist halt, wenn halt die Sachen aber falsch sind. Boah, schwierig, ey. Digga, boah. Weiß ich nicht. Elton sagt ganz. Das läuft doch ganz gut. Eine neue Runde beginnt. Das läuft doch ganz gut, sagt er.
Ich hab nichts gehört. Ah, scheiße, okay. Egal. Ich werd's eh choken, Alter. So, was ist es denn hier, hä? Es war ein Timbales. Ich hab's nicht gehört, ich weiß nicht. Ach, schade, Mensch, Kevin, guck mal, das wär's gewesen. Real Talk, das sieht aus wie so ein Sextoy, was so von so Girls auf Chatubay verwendet wird, wo du so für 100 Bits das Ding zum Vibrieren bringen kannst oder so. Das sieht nicht aus wie ein fucking Instrument. Das ist ein Cajon. Fuck. Schade, geht's da nicht mal. Ja, das ist die Conga. Buh. Hier ist die richtige Antwort. Oder? Das ist ganz falsch. Du musst chillen, ich will noch einen Punkt, dann hab ich's. Nee, du hast es jetzt schon. Ach so? Ja. Du hast gewonnen. Ja, GG. Kevin. Nee, Alter. Dann lade ich jetzt mal Twitter. Mann, das ist für mich halt viel unangenehmer. Ja? Bruder, du hast zugestimmt, das ist doch dein Trick. Oh mein Gott, Alter, das ist für mich 10-mal unangenehmer. Und soll ich dir ein Bild raussuchen von der Frau mit der... Ja. Aber, okay, warte, darf ich sie irgendwann auflösen? So in 2 Tagen oder morgen oder so? Ja, morgen darfst du es auflösen. Okay. Oh mein Gott, das ist unangenehm, Alter. Okay, ich beende erstmal kurz Parsec, Bro. Oh, ich hab Discord geschlossen. Oh Mann, Alter. Ich fucking Idiot. Ach nee, ey, ist heute nicht mein Tag, Freunde. Okay, Rätsel soll mal Teamspeak kommen. Rätsel, kannst du mich hören? Bitte komm ins Teamspeak. Du, mein PC ist aber auch gerade Jumbo-Scuff. Zieht euch das mal links oben rein. Das ist einfach Steam, aber nur so ein bisschen. Ah, jetzt ist es weg. Und fuck. Warte mal, Rätsel ist doch noch auf meinem PC, oder? Vielleicht funktioniert's ja. Ah. Hast du an mir gerufen? Es hat funktioniert. Hi, Bro. Ich habe aus Versehen Discord geschlossen, anstatt Parsec. Hab ich gemerkt. Was ein bisschen pipiger war. Okay, ja, willst du ein Bild raussuchen, Bro? Ich hab schon eins, ich hab schon ein richtig gutes, Digga. Okay, schick's mir bei Teamspeak. Achso. Schick's dir kurz auf WhatsApp einfach. Oh mein Gott, das Video ist so gut. Left foot, 2 stumps. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha, real smooth. Right foot. TikTok, Junge. Herrlich. Okay, ich bin auf meinem Profil, Bro. Ich hab's dir auf WhatsApp geschickt. Ach, auf WhatsApp? Nee, schick nochmal bitte auf Teamspeak, wenn's geht. Mein Handy ist leer. Ah, okay. Warte, da muss ich kurz... Ich hab's am Handy rausgesucht. Ich hab richtig Angst, gerade auf Twitter rumzubrowsen, Alter. Es gibt irgendwie so viele Sachen, die gerade rumgehen, die gerade so die letzten paar Tage passiert sind, die einfach not safe for work sind, Alter. Wieso sieht er so komisch aus? Was meinst du? Ja, zum Beispiel Knossis Dödel, exakt. Hey, hast du auf Teamspeak? Der Dödel von Herrn Jens Knussala. ja, warte. Ist es safe for work, Ritzmann? Ja, ne? Ja. Oh, Digga, oh, das Bild ist stark. Oh. Oh, Ritzmann, oh, das Bild ist stark, Alter. Oh. Ja, ich die Recherche betrieben, dachte so, ihr könnt jetzt in die Hand aussehen. Oh. Natürlich ein paar Blatt, er gönnt auch einen großen Klunker. Sehe ich da einen kleinen Eisberg? Ein kleiner Eisberg. Oh mein Gott, okay, was soll ich schreiben? Sie hat ja gesagt. Okay, aber es müssen auch alle dann runterschreiben, yo, herzlichen Glückwunsch und so, ja? Okay, yo, Chat, ihr dürft nicht reinsnitchen, okay? Nein, es dürft nicht rein. Ihr dürft auch nicht alle... Paper Love schreiben oder so, ihr müsst wirklich schreiben, herzlichen alle Glückwunsch. Alle machen mit, alle machen mit. Sonst ist es 31er-Shit. Okay, was soll ich schreiben? Sie hat ja gesagt? Ja. Und vielleicht so dieses Blessed-Emoji oder so. Okay. Blessed-Emoji, Ring-Emoji. Herz-Emoji. Ja. Ah, sind zu viele Emojis, oder, für dich? Wie heißt denn Blessed auf Deutsch? Was muss ich dafür eingeben? Ah, ich hab's gefunden. Ich will's aber nicht in Gelb, ich will's in Weiß. Wie wähle ich die Hautfarbe aus? Ah, hier, nicht, hier, oder? Hier, doch. Geht das? Ah.
Ah, nee, ich meinte dieses andere, dieses Gesicht. Wo das Gesicht so macht, so, oh, weißt du so? Nee. Gesicht mit den Augen, die so ein bisschen zu sind, der guckt so überzufrieden. Blessed Emoji. Meinst du das hier? Mit dem Engelschein? Nee, warte. Was hey, welches meinst du, Rezmann? Er hat die Augen zu so und grinst vor Glück. Den hier meinst du? Junge, der guckt einfach straight in deine Seele. Wirklich, wer den verwendet, hat absolut keine Emotion, Bruder. Das ist einfach ein verbotener Emoji, dude. Warte mal, geht es auf genauso wie diese lachenden Katzen-Emojis, Digga. Da muss ich auch so los. Hier. Egal, oder Bruder, mach einfach so. Mach ein Herz-Emoji, Digga, und ein Ring. Bei der krieg ich einfach Jumbo-Aids. Herz-Emoji? Herz-Emoji und Ring-Emoji. Aber das hast du im Teamspeak geschickt. Ja, das kam nicht rüber. Es gibt halt den, der sieht da traurig aus. Das ist eigentlich nicht, sei falsch. Ah, geht. Okay, was soll ich machen? Herz-Emoji? Und der Ring-Emoji. Jetzt kommt der Wheel of Flex. Ich kenne sogar den Hotkey dafür. Okay, nee, warte mal. Ich glaube, das Herz sieht besser aus. Und Ring? Den hier? Ja. Oh mein fucking Gott, du. Du, das werden so viele Leute glauben, Alter. Oh go, mein Gott. Warte, Face sagt, ich soll es umdrehen. Erst Ring, dann Herz. Meinung? Ja, kannst auch mal, ist egal. Ja, komm, wir hören nicht auf Face. Oh mein Gott, ist das dumm, Alter. Ist das dumm, dude. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, dude. Ja, News-Time-Video incoming, Bro. Stellt euch vor. Das wäre so lustig, dude. Oh mein Gott, dude. Aber guck mal, ist ja noch harmlos im Vergleich zu was sonst vielleicht gibt. Holy shit. Dude, das hat fast 1000 Likes schon. Und 1000 Kommentare. Bro. Seht einen fetten Eisberg. Alter, nee. Schau nicht in die Kommentare. Ja, mach ich nicht. Ist da 200 Mal Knossis Pimmel drin oder warum? Oh Gott, du. Stell dich vor, meine Mutter sieht das, du. Ja, gut, der darfst du es ja sagen. Digga, meine Mutter kriegt einen Herzinfarkt. Nein, Simone. Digga, und meine Tante auch, ich schwöre. Sag das denen ruhig. Wir müssen das nicht auch so krass machen. Ja, du, mein Handy ist leer. Soll ich da aufladen? Ja. Und sag's vielleicht auch Cindy. So, ich nicht, dass ich denke, jetzt sind wir die jemand anders als die. Cindy? Sie kommt jetzt stream, alles cool. Ah, okay. Cindy, habe ich seine Hand gut getroffen? Ich dachte wirklich einfach. Was sagte sie? Ja, war ein Joke. Oh mein Gott, dude. Okay, ich lese mal die Kommentare, aber ohne Stream. Oh mein Gott, Maxi hat's geglaubt. Er hat geschrieben, wait, jetzt for real, herzlichen Glückwunsch.
Digga, als ob GZ Homie viel Glück, geil. Glückwunsch, Meister. Ach nee, Digga. Oh Mann, Dude. Ach nee. Oh, guck mal, hier ist eine. Ich will es nicht zeigen. Also doch, das kann ich echt zeigen. Aber ich sehe da einen ziemlich fetten Iceberg. Aber ich Digga, Niklas hat geschrieben, ich werde die unangenehmste Hochzeitsrede aller Zeiten verfassen. Meinst du, Niklas, glaubst du, dass Niklas gerade im Stream? Ich weiß nicht, was im Stream ist. Oh mein Gott, ich werde Niklas glauben. Oh mein Gott, Bro. Jemand hat einfach das hier darunter gepostet und ich verstehe es absolut nicht. Oh mein Gott, Dude. Das hat so viele Kommentare. Jokey mit 3 Euro. Okay, ich dachte. So andere Streamer oder so sehen, mit denen er nicht halt daily so redet oder so. Oder ich glaube, ich muss, weil ich kommentiere mit traurigen Emotes, weil dann kann nichts mehr aus uns werden. Nee, du Bassi. So. Ah, Ralle! Basti, du. Glaubt er's? Mm. Oh Mann, ey, Basti, küss mich. Oh mein Gott, Max, mein Cutter glaubt's auch. Du, ihr seid so lost, alle. Red's, Mann. Als würdest du nur so Glückwunsch schreiben. Hey, was willst du schreiben? Ich wünsche euch alles Pech der Welt. Oha, ich hab's auch geglaubt, XD. Egal, hier hast du trotzdem 10 Tacken auf meinem Nacken. Jungs. Alter, nee. Digga. Bro. Bei dem Klunker hätte ich... Du, selbst der Cutter von Rezo, also ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, TJ, hat geschrieben, bei dem Klunker hätte ich auch ja gesagt, aber fuck, man, alles gut euch beiden. Oh, du. Oh, nee. Alter, nee. Alter, red's, Mann, Junge. Ich find's auch ein bisschen geil. Digga, ein kleiner PR-Stunt, Kevin, das ist doch ganz gut. Es ist ein richtiger PR-Stunt, Junge. Da kannst du gleich noch ein paar coole TikTok-Videos machen, da bist du richtig cool bei der Jugend. Bei der Jugend. Bruder, ich hab 200 Follower auf Twitter gegaint dadurch, holy shit. Ist verheiratet sein irgendwie der neue Shit, Dude? Ist das das, was man braucht, um viral zu gehen? Richtig unangenehm, du. Mach doch nicht diese Maxis, tut mir leid, Bro. Ich hab eine Wette verloren. Henke hat's auch geglaubt. Digga, Henke, du warst doch sogar da, als wir das ausgemacht haben. Wie alle Pisser in den Stream kommen und um dann so zu sagen, du, und zu gucken, ob's real ist. Ach, du, herrlich. Simone, du danke für die 10 GZ-Kappa. Wie würdest du heiraten? Würdest du so auf klassisch machen? Also gut, ich habe jetzt schon mal das Ding, dass ich eine Freundin habe, die nicht religiös ist. Das heißt, Kirche fällt schon mal weg. Ja. Das heißt, obwohl ich eigentlich wirklich gerne Kirche will, weil ich einfach Orgeln geil finde. Ja, aber Bro, ich finde nicht, dass kirchlich heiraten, was mit Religion, bei dir ist das Geld besser sag ich mal, zu tun hat. In ich würde es verfressen, Pepo, ja, fuck für deine Frau doch mal zum Essen also aus. Halt, man kann das so, das, aber das Ding ist halt, wenn du kirchlich heiratest, du wirst da eingetragen, weißt du so, du bist dann... In der Kirche auch, dann steht da das so, dass du verheiratet bist und so. Ja, aber du kannst ja halt auch. Also man könnte ja, wenn man einfach so eine Kirche... fucking Idiot, Alter. Wenn man einfach so eine Kirche mieten kann, dann wäre das was anderes. Max, Junge. Ich hab deinen Tweet schon gesehen, Junge. Oh, jetzt wüsstest du for real, Cindy, morgen einen Heiratsantrag machen. Ah, Bro, wenn man da was macht, dann durchplant, nicht so krampf, spontan. Damn, son, where'd you find this? Mega Plot, er holt das Vibe und macht jetzt für real einen Antrag. Alter, wäre ein kranker Plot, dude, holy shit. Digga, das war so alles Vorbereitung. Digga, wäre ein wilder Plot. Also, ich glaube, on-stream einen Heiratsantrag machen wäre ein bisschen cringe, to be honest. Nee, Digga, auf gar würde ich nie machen. Ich würde es auch niemals machen. Digga, das geht niemandem was an.
Ich glaube, ich würde so urlaubmäßig oder so machen. Ich glaube, da ist Baba. Leute, wenn ich Heiratsantrag mache, verstecke ich GoPro irgendwo. Okay, lade dann auf YouTube hoch. Auf Ehre. Diggi, danke für die 80 Euro. Dickes Papa Ellen Chat, alright. Und vor allen Dingen viel Erfolg beim Gewicht abnehmen. Alright. Der Boy hat ein bisschen Problems mit Gewicht und so, wegen Gesundheit auch. Ich würde es. Wer jetzt? Hä? Wer jetzt hat Probleme? Er heißt Diggi XXXXX98XXX. Er hat geschrieben, bei dir ist das Geld besser aufgehoben, ich würde es verfressen. Pepo Fett. Fühl ich. Fühl ich auch, ja. Danke für die 80, du dickes Papa, ey, Chat. Warte mal, was? Monte glaubt? Oh, Mann, Alter, nee. Oh, immer finde ich die Drecksfarmers, Digga. Safe nicht, gut, safe nicht. Ja. Pistole nur. Oder kann man seinen Crosshair jetzt ändern bei Fortnite? Ah, das war hier meine junge Dame, die immer High Five mit mir macht. Oh nein, na, ich kann nichts machen. Oh ja, er chillt oben im High Ground. Bro, ich hab echt immer wieder Bock auf nur eine Fortnite. Alter, mal, ich hatte 10 aus dir Spaß. Colin, danke für den Host, by the way. Kuss aufs Auge, Mann. Denk dran, dass du mir eine 50% von die Bitte, WD4X stehen für die Kleidergröße, Lul. Okay, machen wir direkt, Rätsmann. Bevor ich es vergesse. Ehrenmann. Okay. Rätsmann hat, also falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, Rätsmann hat vorhin für jemanden im Chat eine Zahl gecallt von 0 bis 36 und Rätsmann hat 18 gesagt, der Typ hat auf 18 Geld gesetzt, hat 900 Euro gewonnen und 100 Euro donated. Ah, hier, warte mal. So, ich habe jetzt einen also einen Dingskonto anscheinend. Okay, sag mal E-Mail-Adresse. Soll ich die diktieren oder was? Nee, halt. Machst mich doch bei PayPal, oder nicht? Na, Bro, irgendwie ist alles super weird gerade. Kannst dich ja wieder also, ausreden, aber es ist wirklich. Bei Teamspeak, ja, aber leak bitte nicht, ja? Da läuft alles drüber. Mach ich nicht. Da läuft alles drüber. Als würdest du darüber so Drogen im Darknet kaufen oder so. Bruder, erzähl doch jetzt nicht! Okay, Betrag eingeben. 50, ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt Dollar sind, Bro, to be honest. Der macht hier irgendwas. Dude, er will jetzt hier Rechnung machen. Jetzt send einfach. Was los? Weil du ein Business-Account bist. Du musst sagen, Geld an Freunde senden. Okay, schau mal, ist angekommen. Unbezahlt gesendet. Ach, ich hab eine Rechnung an dich gesendet. Mom. Bro. Mom, du Zeus. Five Fett. Oh, anstatt mir 50 Euro zu schicken, schickt ihr mir Rechnung über 50 Euro. Sorry, dude. Ich mach mal kurz Kamera aus, vorsichtshalber. Alter. Was für ein Anti-Mate. Bro, irgendwie ist das ganz super scuffed. Rätsel kriegst du später, okay? Versprochen. Ja? Ja, aber ich weiß nicht, warum es nicht geht. Ja, wir haben. Bruder, ich kann auch PayPal auch so Geld anfordern, einfach an dich. Ja, irgendwie so. Ich weiß nicht, wir haben irgendwie seit ein, zwei Tagen haben wir anscheinend ein Business-PayPal-Konto und ich check's übertrieben überhaupt nicht, dude. Ist es immer noch die Mail von deiner Mom da? Ne, es ist meine Mail, aber trotzdem check ich. Okay. Nicht. Nee, dude, ich raff's nicht, sorry. Kein Problem, ich mach dieses Geld anfordern einfach, ja? Okay, wir machen das privat, Bro. Perfekt. Warte mal, hier ist ein Clip von Monte. Hat gewonnen. Der Bosca, einmal in den Chat schreiben. GG. Verlobt? Die beiden haben sich verlobt, Cindy und er oder was? Oh, so mein. Nice, Digga. Dude. Freut mich. Oh mein Dank. Gott, Jungs, nee. Digga, wahrscheinlich, oder? Oh mein Gott, Alter. Okay, Rätsel, ich zieh durch, Bro. Ich wünsche dir noch einen Baba-Abend. Alright. Ich dir auch, Bruder. Tschüssi, Hade. Ciao, Hadi. Was auch immer es heißt. Ciao. Alright, Freunde, ich küsse eure Augen. Freunde, irgendwann for real. Okay, irgendwann kommt der Tag, da werdet ihr nicht gebaitet. Okay. Vielleicht, ich weiß nicht, da wird es wahrscheinlich nicht so ein fetter Klunker sein, weil der kostet wahrscheinlich mein komplettes Bankkonto.